Björn Höcke, Bodo Ramelow, Katja Wolf und Mario Vogt, also der CDU-Spitzenkandidat, wer ihn nicht kennt, haben sich in der MDR-Wahlarena ein heftiges Duell geliefert. Wurde mir zumindest so zugetragen. Ich habe es mir nämlich noch nicht angesehen. Ich hatte nur ein paar Clips auf Twitter gesehen. Und ich bin sehr gespannt, welche Argumente die vier da ausgetauscht haben. Oder ein paar andere Spitzenkandidaten waren auch noch irgendwie dabei, die sollen uns nicht groß interessieren. Aber wie gesagt, Katja Wolf vom BSW, Bodo Ramelow von der Linken, Björn Höcke von der AfD und Mario Vogt von der CDU, das sind hier die vier Relevanten, die die zukünftige Politik in Thüringen ganz entscheidend prägen werden nach den Landtagswahlen, die sehr bald stattfinden werden. Mal kurz ein Hinweis zu meiner Person. Ich selbst sympathisiere mit dem BSW. Ich wünsche also Katja Wolf für die kommenden Wahlen da alles Gute. Aber ich bin selbst kein Parteimitglied im BSW. Also ich bin sozusagen parteilos gerade. Mario Vogt ist da, der Landes- und Fraktionschef der CDU. Björn Höcke, Landessprecher und Fraktionschef der AfD. Zu uns gekommen ist auch Georg Mayer, Innenminister des Landes und Landesvorsitzender der SPD. Bernhard Stengele, Umweltminister und Spitzenkandidat von Bündnis 90 Die Grünen. Thomas Kemmerich, der Landes- und Gruppenvorsitzende der FDP. Und bisher. Ich sag's ja. Also, irgendwas machen Thüringer Politiker richtig. Also, wer kennt sonst noch irgendwelche FDPler aus irgendwelchen Bundesländern? Thomas Kemmerich ist bundesweit bekannt. Also, irgendwie Thüringer Regionalpolitiker, die kennt man viel, viel eher als irgendwelche Politiker aus anderen Bundesländern. Nicht im Landtag, aber im Europaparlament vertreten das Bündnis Sarah Wagenknecht mit der Thüringer Spitzenkandidatin Katja Wolf. Ihnen allen einen schönen guten Abend. So, damit Sie zu Hause auch einen kleinen Fahrplan zumindest an die Hand bekommen, was Sie in den nächsten 90 Minuten hier erwartet. Ganz kurz die Erklärung, wie unsere Themen heute Abend zustande gekommen sind. Es gibt den Thüringen-Trend, den kennen Sie vermutlich, eine repräsentative Umfrage von Infratest DIMAP. Und wir haben damals gefragt vor einigen Wochen, was sind denn eigentlich die wichtigsten Probleme in Thüringen, die vordringlich gelöst werden müssen? Und genau an diesem Ergebnis werden wir uns auch heute Abend orientieren. In dieser Reihenfolge Migration, also das Top-Thema im Thüringen-Trend, außerdem Bildung und Wirtschaft. Und wir legen los mit einem kleinen Überblick, und zwar zum Thema Migration in Thüringen. Am Ende des vergangenen Jahres lebten in Thüringen rund 180.000 Ausländerinnen und Ausländer. Die meisten stammen aus der Ukraine, Syrien, Polen, Rumänien und Afghanistan. Diese Menschen machen etwa 8% der Thüringer Bevölkerung aus. In Nordrhein-Westfalen beispielsweise beträgt der Ausländeranteil 16%. Thüringen liegt also im bundesweiten Vergleich weit hinten. Innerhalb Thüringens leben die meisten Ausländerinnen und Ausländer in den größeren Städten. Am höchsten ist ihr Bevölkerungsanteil in Suhl durch die dortige Erstaufnahmeeinrichtung. Der Anteil der ausländischen Bevölkerung in Thüringen hat zugenommen. Von 2,1% im Jahr 2013 auf 8,3%. Ja, ihr seht auch schon die Entwicklung durch die Flüchtlingskrisen, die wir hatten. Also 2014, 15, 16 hatten wir ja diese Einwanderung vor allem syrischer und afghanischer Flüchtlinge. Und 2022, 23 hatten wir dann ganz viele ukrainische Flüchtlinge. Also das zeigt sich hier in dieser Statistik. Und im vergangenen Jahr. Herr Stengele, Ihre Partei war für einen Großteil dieser Legislaturperiode für Migration und Asyl zuständig. Und wir haben es gerade gesehen an den Zahlen, der Migrationsanteil in Thüringen ist im Vergleich mit anderen Bundesländern relativ niedrig. Und trotzdem haben viele Menschen in Thüringen das Gefühl, dass die Landesregierung beim Thema Zuwanderung die Kontrolle verloren hat. Wie erklären Sie sich das? Also erstmal verstehe ich das, dass wenn wir bei ganz hohem Aufkommen wenn viele Menschen hier ankommen, konnten wir im letzten Jahr, vor anderthalb Jahren, das nicht so koordinieren und so organisieren, wie wir uns das gewünscht hätten. Wir sind dann im Kabinett in sehr, sehr intensive Diskussionen gegangen. Der Ministerpräsident hat sich bei der Bundesregierung sehr stark gemacht, dass wir mehr Geld für die Kommunen kommen, dass die Wohnungen vorhalten können, dass die Verteilung auf die Kommunen schneller geht. Dann besonderer Dank auch an Georg Mayer, der jetzt die Verantwortung für aufgenommen, weil sie in Arbeit gekommen sind. Das sind Und wenn ich darauf Fokus umdrehen und würde fragen, woran liegt es denn? Ja, sorry, ich habe den mal übersprungen. Wie gesagt, Grüne und SPD, die interessieren keinen Menschen, die fliegen hoffentlich aus dem Landtag. Und selbst wenn sie in den Landtag kommen, dann sind die in einer so schwachen Position, dass es relativ egal ist, was die jetzt sagen, sondern irgendwelche Floskeln ab, die denen von der Bundespartei vorgegeben werden. Ist relativ egal, was die hier jetzt zu sagen haben.
denn, dass die Akzeptanz hier in Thüringen offenbar nicht so ist, wie sich das die linke Landesregierung auch vorgestellt hat? Es gibt eine ganze Menge Studien, die belegen, dass vor allem auf dem Land, also da, wo der Ausländeranteil dann doch vergleichsweise klein ist, zumindest nicht zu vergleichen mit den großen Metropolen in Westdeutschland, die Ablehnung besonders groß ist. Herr Ramelow, Sie haben jetzt 10 Jahre lang eine linke Landesregierung geführt und Ihr Credo ist es immer gewesen, im Land so eine Art Willkommenskultur zu etablieren. Warum ist Ihnen das ganz offenbar an vielen Stellen, gerade auf dem Land, nicht gelungen? Schauen Sie, wir schmeißen jetzt gerade 2 Themenkomplexe zusammen. Und wenn ich darauf hinweisen darf, wir haben aktuell 776 vietnamesische junge Leute, die bei uns Erstausbildung machen. Wir haben die ersten 15 Mongolen, die ihre Erstausbildung machen. Wir haben Tunesierinnen und Tunesier, die gerade als Physiotherapeuten zugelassen sind, frisch zu uns gekommen sind. Die sind im ländlichen Raum. Das heißt, wir haben 2 Bewegungen gleichzeitig. Wir haben die, die Sie gerade angesprochen haben, nämlich Flucht und Asyl. Wobei wir auch da schauen müssen, es sind in diesem Jahr um 8.500 Ukrainerinnen und Ukrainer und Asylbewerber. Wir haben aber insgesamt über 20.000 leere Wohnungen in Thüringen. Herr Ramelow, ich will Ihnen da nicht in die Parade fahren, aber es gibt eine Zahl, 40% der Menschen auf dem Land empfinden Zuwanderung als Bedrohung. Und das war meine Frage, wieso haben Sie es nicht geschafft, die mitzunehmen? Zu Recht. Wieso haben Sie es nicht geschafft, die mitzunehmen? Ja, die Menschen müssen nur mal einen Blick in die größeren Städte, vor allem in Westdeutschland, werfen. Dann wissen Sie, woher dieser Eindruck kommt. Also das Migration ist vor allem im ländlichen Raum in Thüringen auch kein großes Problem. Ramelow hat es hier gerade gesagt, da gibt es relativ wenig Migration und die Migranten, die da anscheinend gezielt hingebracht werden, die werden dann auch noch hier gesondert ausgebildet und alles. Das ist ja sehr interessant, aber die Massen an Zuwanderern, die hier seit vor allem 2014/15 hergekommen sind, die haben diesem Land nicht gut getan. Und das, was in Thüringen gerade noch im Anfangsstadium ist, das kann man ja in vielen westdeutschen Großstädten sehr, sehr schön betrachten. Und deswegen empfinden die Menschen das als Bedrohung, weil sie sehen, dass das halt ein Problem wird, wenn da wirklich zu große Zahlen eingewandert sind. Sei es wegen steigender Kriminalität, sei es wegen kultureller Konflikte, sei es wegen knapp werdendem Wohnraum. Also ja. Die Frage ist nicht, ob ich die 40% nicht mitnehme, sondern die Frage ist, ob wir anfangen, darüber zu reden, dass wir dringend Arbeitsmigration sogar brauchen. Wir brauchen Zuwanderung und wir brauchen die Kolleginnen und Kollegen, Herr Stengel hat es gerade gesagt, solange wir Asylbewerber daran hindern, arbeiten gehen zu dürfen, solange sind sie der Hetze ausgesetzt, dass sie ja Faulenzer sein und auf Steuerzahlerkosten. Das ist zumindest auf Gesamtdeutschland bezogen völliger Unsinn. Deutschland braucht keine Zuwanderung, wir haben Millionen Arbeitslose. Und gerade in den ostdeutschen Bundesländern ist die Arbeitslosenquote sogar tendenziell höher als in den westdeutschen Bundesländern. Also gerade in Ostdeutschland müsste man erstmal die Menschen in Arbeit bringen, die Einheimischen in Arbeit bringen, die arbeitslos sind. Da braucht man nicht Arbeitsmigranten aus aller Welt herholen. Also das ist doch ziemlich absurd. Hier sind. Und solange wir umgekehrt über die Fälle, bei denen tatsächlich ein Asylbewerber wie in Apolda sich gegen jede Regeln verhält, solange wir die nicht loswerden, solange haben wir das Problem, auf das weist Herr Mayer immer wieder hin. Wir haben die Schwierigkeit, die Polizei holt so jemand ab, der Richter sagt dann, er hat einen festen Wohnsitz und umgekehrt versuchen wir, denjenigen nach Marokko zu bringen und die Marokkaner sagen, der ist nicht unser Staatsbürger. Das heißt, über einen Einzelnen definieren wir eine ganze Auseinandersetzung und dieser Einzelne hat keinen Respekt verdient. Er müsste längst im Flieger sein und unser Land hätte er längst verlassen müssen. Jetzt bleiben wir mal bei Asylbewerbern, die arbeiten. Herr Höcke, im Landkreis Sonneberg ist die AfD ja bereits in Verantwortung. Ja, also das Problem ist, dass man an dem, dass man bei dem Thema auf Länderebene sowieso sehr wenig machen kann. Also da bräuchte es einen Kurswechsel auf Bundesebene. Da müsste vor allem das Asylbewerberleistungsgesetz angepasst werden. Einfach abgelehnte Asylbewerber sollten keine Leistung mehr erhalten. Also dann wäre das Problem, dass die Leute herkommen und dann vom Sozialstaat versorgt werden, das wäre dann gelöst, zumindest wenn Asylanträge schnell beschieden werden. Also so hat Dänemark das geregelt und Dänemark hat es wirklich geschafft, die Zahl an Illegalen, die sich im Land aufhalten, sehr, sehr stark zu reduzieren, auch die Immigration sehr, sehr stark zu reduzieren. Und in Dänemark ist Zuwanderung jetzt kein so wichtiges Thema mehr, weil die Probleme eben massiv zurückgegangen sind. Aber wie gesagt, das ist ein Thema für die Bundesebene. Das ist was, wo man auf Landesebene wenig dran ändern könnte. Selbst Ministerpräsident Björn Höcke würde da wahrscheinlich wenig machen können.
Da können Sie Migrationspolitik aktiv mitgestalten. Eine Arbeitspflicht für Asylbewerber, wie sie zum Beispiel im Landkreis Saale-Orla ja sehr strikt umgesetzt wird, die hätte Ihr Landrat dort vor Ort auch angehen können. Hat er aber nicht gemacht. Es gibt konkrete Zahlen. In Sonneberg sind zuletzt 9 Asylbewerber in gemeinnütziger Arbeit. Im Saale-Orla-Kreis mit CDU-Landrat sind es 100. Warum ist die AfD da, wo sie könnte, so zögerlich? Also ich muss viel grundsätzlicher werden. Ich erinnere an das Interview mit Yascha Monk 2018. Nee, aber ich hätte gerne meine Frage beantwortet. Nein, wir gehen jetzt mal von der symptompolitischen Ebene weg und gehen an die Ursache. Und das ist das große Problem dieser Runde, sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Zuschauer. Ja, deswegen, also da jetzt das Verhalten einzelner Landräte zu bewerten, das ist doch dann, das ist ein bisschen albern. Also man muss das eigentlich auf Bundesebene betrachten und da wird auch ein Ministerpräsident wenig Handhabe haben. Weil Migration ist zumindest meine Prognose. Ich bin gespannt, wie es nach den Ostwahlen aussieht, wenn sich da neue Landesregierungen gebildet haben. Aber egal, wer da Ministerpräsident wird, ich meine, alle kündigen ja einen schärferen Gangart gegen Migration an, da wird sich nicht viel verändern. Nicht, weil ich jetzt, nicht mal, weil die das nicht wollten, sondern einfach, weil das auf Landesebene halt sehr, sehr schwierig ist. Die zentralen Hebel kann man nur auf Bundesebene umstellen. Dass immer an der Oberfläche herumgedoktert wird und nicht zu den Ursachen vorgedrungen wird. Und das ist mit mir nicht zu machen. Deswegen aber möchte Herr ich Höcke, in Sonneberg können Sie ganz konkret werden. Dort haben auch ein paar Sie Eingangssätze einen Landrat. Zu formulieren, wie das die Kollegen Sie auch. Sie haben die Kollegen auch nicht unterbrochen. Ich möchte jetzt auch ganz gerne ein paar Eingangssätze formulieren, damit wir die Gesamtlage, und wir können dann gerne ins Detail gehen, und ich bin auch gerne bereit, da zur Stellung zu nehmen, was der Unterschied zwischen Arbeitskräftezuwanderung ist und Asylzuwanderung ist. Nee, warum, Sie sollen was warum, zu Sonneberg warum, sagen. Warum die Zuwanderung, die zu uns kommt, größtenteils nicht integrierbar ist. Das ist alles richtig. Nur nochmal, ich möchte ganz kurz mein Eingangsstatement hier abgeben. 2018 hat der bekannte Politikwissenschaftler Yascha Monk. Es gibt keine Eingangsstatements, es gibt alle Fragen. Durften, Herr Stengele Sie durfte zwei Minuten. Haben auf Ihre Frage geantwortet. 2 Minuten durfte Herr Stengele monologisieren. Ich möchte den jetzt einfach mal grundsätzlich. Und dann meine Frage bitte. Also, das, ja, also diese Moderation ist unglaublich. Also, okay, den Grünen, den hatte ich jetzt abgewürgt, weil es mich nicht, auch nicht interessiert. Aber der Ramelow, der durfte ausreden. Ich bin mal gespannt, wie Sie mit Katja Wolf umgehen, ob Sie die auch so unterbrechen. Nochmal, ich möchte jetzt gerne mein Eingangsstatement loswerden. Yascha Monk, der bekannte Politikwissenschaftler, sagte 2018 in den Tagesthemen, nach 3 Jahren offener Grenzpolitik durch Angela Merkel, nachdem der Zerfall der inneren Sicherheit und die Plünderung unserer Sozialversicherungssysteme schon offenkundig war, wir sind in einem einzigartigen historischen Experiment. Man versucht, eine monoethnische, monokulturelle Gesellschaft in eine multiethnische, multikulturelle Gesellschaft zu transformieren. Ich, ganz ehrlich, das tut mir leid, aber das ist, also bei allen Regeln, aber es sind hier keine Experiment und die Deutschen sind niemals gefragt, mit Verlaub, aber die Deutschen sind niemals gefragt worden, ob sie überhaupt dieses Experiment mitmachen wollen, zum Schaden ihres Landes. Warum in Sonneberg nicht konkret gehandelt wird. Landes. Das ist doch Symptompolitik. Es kommt doch gar nicht darauf an, ob 10, 20, Gelegenheit in 10 oder 20 Flüchtlinge in Arbeit kommen. In Sonneberg haben Sie Verantwortung, dort könnten Sie handeln. Es sind 9 und im Saale-Orla-Kreis sind es 100. Und wenn Sie die Frage nicht beantworten wollen, dann geben wir die an Herrn Vogt. Es kommt doch gar nicht darauf an, ob 10 oder 20 Asylbewerber aus dem Asylbewerber in Arbeit sind. Wir haben Millionen, die nicht in Arbeit sind und auch nicht integrationsfähig sind. Das ist doch das Problem. Wir haben 50% mittlerweile. Sie reden nur und Sie handeln nie. Also, das sagt derjenige, dessen Partei 16 Jahre hier im Land an der Macht war. Und nehmen wir mal die Kriege in Syrien und Afghanistan. In beiden Kriegen hat Deutschland eine extrem eskalative Rolle gespielt. In Syrien haben wir den Amerikanern dabei geholfen, islamistische Terrorbanden auszurüsten, um die Regierung von Bashar al-Assad zu stürzen. Wir haben uns am Wirtschaftskrieg gegen Syrien beteiligt, der das syrische Gesundheitssystem zerschossen hat, der die Nahrungsmittelversorgung in dem Land zum Erliegen gebracht hat. Wir haben uns an der illegalen Besetzung Afghanistans beteiligt. Also ohne diese Kriege in Syrien und Afghanistan hätten wir den Großteil der Flüchtlinge hier nicht gehabt. Und an all dem war die CDU maßgeblich beteiligt. Sollte man vielleicht auch noch dazu sagen. Also aus dieser Position argumentiert Mario Vogt hier gerade. Ausländer im Bürgergeldsystem. Unser Sozialsystem steht vor dem Kollaps und wir reden doch jetzt hier nicht über ein paar hundert Leute, die vielleicht reden, in den Arbeitsmarkt integriert werden können. Hören Sie doch mal auf an über der Lösungen sollten wir mal diskutieren. Vielleicht können wir jetzt ganz kurz nochmal wir müssen Thüringen so unattraktiv für soziale Migration wie möglich machen. Punkt. Und wir müssen darauf achten, dass die Menschen, die zu uns kommen, wir haben jetzt erlebt, dass wir 2 Minuten keine Antwort bekommen haben. Und haben das. Was ist das für eine Moderation? Das kann nicht.
Merkt sie, ich lache, aber eigentlich ist es nicht zu lachen. Also für sowas bezahlen wir Gebührengelder. Also jeder dieser anderen Politiker durfte sein allgemeines Geschwafel davon sich abgeben. Und Höcke, der wollte jetzt auch ein bisschen allgemeiner werden und der durfte es jetzt nicht. Also das zeigt doch ziemlich gut, wie Moderation im öffentlich-rechtlichen Rundfunk funktioniert, dass die eben nicht neutral ist. Natürlich versucht, eine konkrete Frage zu stellen. Es gab keine Eingangsstatements. Ich würde jetzt ganz kurz bitten, dass wir uns auch an die Regeln halten. Doch, die anderen haben auch Eingangsstatements gemacht. Das ist da jetzt wirklich albern. Also Ramelow hat auch angefangen, über irgendwelche Vietnamesen zu reden, um die es nicht ging. Es ging um darum, dass die Menschen im ländlichen Raum Angst vor Migration hatten. Und da wurde dann der Ausländeranteil in Thüringen genannt. Da wurde dann erstmal beschrieben, dass die meisten Migranten sich in den größeren Städten sammeln und die Menschen auf dem, Angst, auf dem Land Angst davor hatten. Und da hätte Ramelow drauf eingehen müssen, wie denn die Situation in den Städten ist. Beispielsweise zunehmende Kriminalität, kulturelle Konflikte, was völlig logisch ist, wenn du Menschen aus einem völlig anderen Kulturkreis hierher holst, dass es da erstmal Konflikte gibt. Das ist kein Wunder. Also schon mit Menschen aus dem Nachbarland oder aus einer anderen Region im gleichen Land, wenn du die herholst, kann es zu Spannungen kommen. Und wenn du dann Menschen von anderer Seite der Welt hierher holst, natürlich führt das dann besonders stark zu Konflikten. Und da haben viele Menschen auf dem Land, die diese Konflikte noch nicht direkt erlebt haben oder die erst die Anfänge davon erleben, natürlich erstmal Angst vor. Und darauf hätte Ramelow eingehen müssen, ist er aber nicht eingegangen, sondern hat irgendwas von Arbeitsmigration geschwafelt und irgendwelchen Vietnamesen, die man hergeholt hätte und die sich doch gut integrieren würden, von irgendwelchen Mongolen, um die es nicht ging. Es ging um die großen Zahlen, vor allem von Syrern und Afghanen, die hier nach Deutschland gekommen sind. Sie nutzt uns nicht, sie schadet uns nur. Wir reden alle jetzt voneinander. Ich verstehe, dass Sie emotional sind. Nein, ich bin nicht emotional, ich versuche nur grundsätzlich zu sein. Weil die Leute draußen die Nase gestrichen voll haben von einem Weiter-so. Sie wollen Veränderungen, sie wollen kein Weiter-so. Sie wollen nicht, dass Thüringen irgendwann so aussieht wie Nordrhein-Westfalen. Aber Sie wollen auch keine Grundsatztheoretiker, sondern Sie wollen Leute, die handeln. Politik und Sie sind seit einem Jahr... Die Runde wird gut. Also, wenn Mario Vogt hier mit durchkommt, falls du Zeit sie mit. Wir brauchen Leute, die handeln. Wir brauchen Leute, die was gegen diese Migration tun. Seine Partei 16 Jahre im Bund, wie gesagt, alles dafür getan hat, um die Asylmigration aus Deutschland zu erhöhen. Also sowohl dadurch, dass man falsche Anreize geschaffen hat, dass man so viele Flüchtlinge hergeholt hat, als auch, dass man Konflikte auf der anderen Seite der Welt, oder nicht mal auf der anderen Seite der Welt, sondern in Syrien ist ja fast vor Europas Haustür, dass man die mit befeuert hat. Oder in Libyen. Da hat Deutschland sich ja auch nicht dagegen gestellt, als die andere westliche Staaten dort die Regierung von Gaddafi beseitigt haben. Seitdem ist Libyen ja ein Transitland für Flüchtlinge. Das war es ja vorher nicht. Also unter Gaddafi sah es da noch besser aus. Genau das gleiche in Syrien mit Assad, in Afghanistan mit den Taliban. Also überall hat die CDU eine Rolle gespielt, die zur Eskalation von Konflikten beigetragen hat, die dazu beigetragen hat, dass mehr Flüchtlinge nach Deutschland kommen. Und jetzt Mario Vogt sagt, wir brauchen... Wenn der handelt, ja, die CDU hat gehandelt und zwar in der Gestalt, dass sie die Asylmigration nach Deutschland massivst erhöht hat. Ja, sie sind seit einem Jahr in Sonneberg in der Verantwortung und Sie sind eine lahme Ente, Herr Höcke. Wir reden über Landespolitik. Hören Sie doch mal auf. Ja, genau, an der Stelle ganz kurz, Sie haben bitten sich, dass die Gemüter sich beruhigen. Wir halten fest, was wir gerade eben an Zahlen hatten, lag auf der Hand. Wir haben gesagt, der Saale-Orla-Kreis hat 100 Asylbewerber in Arbeitspflicht gebracht, der Landkreis Sonneberg nicht. Das waren die Fakten. Wir halten fest, da wo die AfD viel fordert, sind andere konsequenter. Herr Vogt, ich würde Sie ganz kurz fragen wollen, dass überhaupt nicht parteiisch die Moderation. Thema Arbeitspflicht für Asylbewerber befasst sich auch, oder Sie befassen sich im Programm auch damit. Sie sagen, wir wollen das Thüringen weit machen. Tatsache ist, dass die rechtlichen Möglichkeiten dazu ja auch bestehen. Gleichzeitig wird viel diskutiert. 80 Cent, ist das als Lohn zu wenig? Ist das ausbeuterisch? Gleichzeitig sagt der Arbeitsminister auf Bundesebene, Hubertus Heil, das ist nicht nachhaltig, um die Menschen am Arbeitsmarkt zu integrieren. Warum wollen Sie so ein Ziel trotzdem auch in Thüringen flächendeckend durchsetzen? Ja, viele Menschen in Thüringen haben das Gefühl, dass wir hier Ausländer haben, die von der Gemeinschaft etwas bekommen, aber nichts zurückgeben. Und deswegen haben wir die Arbeitsverpflichtung eingeführt. Und im Gegensatz zu Herrn Höcke, der zwar immer viel redet, aber selten etwas zum Handeln beiträgt. Ich bin ja nicht Regierungsverantwortlich. Ja, aber Sie haben einen AfD-Landrat, da hätten Sie es schon längst machen können. Und die ist Zahlen sind ja gerade auf den Tisch gekommen. Und der Unterschied ist, dass wir eine ganz klare Überzeugung haben. Da, wo die CDU Verantwortung hat, an der kommunalen Basis, haben wir Arbeitsverpflichtung umgesetzt. Weil natürlich die Frage im Raum steht, wenn die Menschen hier eine soziale Unterstützung
Unterstützungsleistung bekommen, dass sie auf der anderen Seite eben auch dafür etwas leisten. Und das zeigt auch, dass es erfolgreich ist. Christian Hergott, unser CDU-Landrat im Saale-Orla-Kreis, hat das umgesetzt. Insgesamt 100 Menschen in Arbeitsverpflichtung, kein Arbeitsdienst. 7 haben nicht mitgemacht, dort wurden die Sozialleistungen gekürzt und insgesamt ist fast ein Drittel jetzt in Vollzeitarbeitsplätzen nach kurzer Zeit. Das ist ein Modell, das funktionieren muss. Und dasselbe haben wir übrigens auch bei, Thema Bezahlkarte gemacht. Mhm. Deutschlandweit ist die Bezahlkarte von CDU-Leuten eingeführt worden. Ja, die Bezahlkarte ist ein Instrument zum Einstieg in die Überwachung von Transferleistungsempfängern. Als nächstes wird die dann für Studenten eingeführt, die BAföG beziehen wollen, dann für Bürgergeldempfänger und wer weiß, vielleicht irgendwann für Rentner. Also das ist doch so ein typisches Vorgehen peu à peu. Man führt irgendwas bei einer Gruppe ein, wo man es noch am ehesten rechtfertigen kann, die gesellschaftlich jetzt nicht so hoch angesehen ist, jetzt bei Asylbewerbern. Danach wird das dann immer weiter ausgeweitet. Denn da muss man ja auch an die faulen Bürgergeldempfänger ran. Da muss man irgendwann an die Studenten ran, die ihr Geld ja für alles und nichts verjubeln, die damit nicht vernünftig umgehen können. Und als nächstes, ja, wer weiß, wer danach kommt. Also das ist so ein Vorgehen, was uns immer mehr in den Überwachungsstaat führt. Aber das sehen wir ja schon seit Jahrzehnten, dass staatliche Befugnisse, das staatliche Vormundschaft über die Bürger, dass Freiheitsrechte, dass die immer weiter ausgeweitet werden, dass die Freiheitsrechte immer weiter eingeschränkt werden. Und da geht es dann immer um den Kampf gegen Terrorismus, gegen Pädophilie oder gegen irgendwelche Sozialschmarotzer, die ja unser System ausbeuten. Und nur um die zu bekämpfen, nur um dagegen vorzugehen, um diese ganz, ganz schlimmen Sachen, die man unbedingt bekämpfen muss, werden dann Freiheitsrechte ausgehöhlt, werden dann immer neue staatliche Kontrollrechte eingeführt. Und das bringt uns letztlich einem Überwachungsstaat immer näher. Und das Gleiche ist bei der Bezahlkarte für Flüchtlinge. Das ist überall das gleiche Vorgehen. Und im Übrigen auch hier wieder ein Gerechtigkeitsthema, dass das Geld nicht aus Deutschland abfließt und dass die Menschen auch weniger Anreize haben, hierher zu kommen aus sozialen Gründen. Und ich finde, dass sowas landesweit passieren muss. Und Herr Höcke, ich kann es Ihnen nicht ersparen. Ich weiß, dass Sie das schmerzt. Aber da, Sie haben in einem einzigen Landkreis Verantwortung. Sie müssen echt wenig Argumente haben, wenn Sie sich jetzt an einem Landkreis aufhängen. Ah, ich prognostiziere, sollte das BSW einen Landrat stellen, wird das da genauso laufen. Also da wird man dem BSW vorhalten, was dieser eine Landrat in einem Landkreis angeblich nicht hinbekommen hat. Und damit wird man dann sagen, seht ihr, so sehr schadet das BSW der deutschen Bevölkerung. Also ja, gerade deswegen ist es wichtig, dass die wenigen Politiker, die man hat, dann auch gute Arbeit machen. Also dass man da möglichst wenig hat, was man ihnen vorwerfen kann. Und da, wo sie Verantwortung haben. Ah, ihr seht das ja. Also die CDU holt Millionen Leute ins Land, integriert die nicht vernünftig, stellt nicht genug Wohnraum bereit, sorgt dafür, dass die Zustände so katastrophal sind, wie wir sie gerade erleben. Und jetzt ist das Problem, aber nicht, dass die CDU all das gemacht hat, sondern das Problem ist ein AfD-Landrat, der eine Arbeitspflicht nicht konsequent genug umgesetzt hat. Leisten Sie nichts. Und das kann dieses Land nichts bringen. Die und dass Sie hier Ihre wir haben hier sieben Gäste. Wir haben sieben Gäste und alle wollen zu Wort kommen. Deswegen bleiben wir mal beim Thema Steuerung. Herr Kemmerich, Sie, die FDP, Sie fordern eine zentrale Vernünftige. Können Bilanzen ziehen, wir können zurückblicken. Wichtig ist, wie gesagt, SPD, Grüne, FDP, die überspringe ich jetzt konsequent einfach, um hier ein bisschen Gleichheit herzustellen. Die Parteien fliegen eher aus dem Landtag, also es ist völlig egal, was die zu sagen haben. Auch wenn es mich bei Thomas Kemmerich wirklich wundert, wie der sich in der FDP durchsetzen konnte. Also erstmal wird er zum Ministerpräsidenten gewählt mit AfD-Stimmen. Jetzt unabhängig davon, ob man, ob das jetzt strategisch klug war, das macht, also sich so wählen zu lassen oder nicht, dann ist er gewählt und dann tritt er, nachdem es öffentlichen Druck gab, zurück. Also er macht etwas, er ist sich voll im Klaren, dass er von der AfD gewählt wurde, er hat die Wahl auch angenommen. Und dann tritt er nicht zurück, weil es irgendwie seine Überzeugung wäre, sondern einfach nur, weil es öffentlichen Druck gab. Also das ist so ziemlich gutes, das ist so ein ziemlich gutes Sinnbild für die FDP. Und nach dieser, ja, also vollkommen verqueren Politik darf er jetzt sogar 5 Jahre später nochmal Spitzenkandidat sein. Also viel besser kann man die FDP eigentlich nicht vertreten. Opportunisten, die sich immer so hin und her biegen, wie es gerade passt.
glaube ich, wie die Menschen, die uns heute zuschauen, dass wir nach vorne schauen und darüber sprechen, was Sie alle vorhaben. Deswegen würde ich Sie einfach bitten, Bilanzen schön und gut, kennen wir, glaube ich, alle, wenn wir fragen, wie wollen Sie es lösen. Aber vielen Dank, Herr Hemmerich. Ja. Ganz kurz, weil wir am Anfang von Kontrollverlust gesprochen haben, der so ein bisschen gefühlt in der Bevölkerung ja doch wabert. Ich glaube, dazu tragen auch viele Schlagzeilen bei. Bodo Ramelow hat es gerade schon angesprochen. Die zumindest statistisch gesehen gestiegene Ausländerkriminalität ist ein großes Thema. Auch mit Blick auf die Tatverdächtigen ist es natürlich immer interessant, da hinzugucken. Wir wollen auch da noch mal ein bisschen hinterfragen. Meyer, als Innenminister präsentieren Sie ja jedes Jahr die polizeiliche Kriminalitätsstatistik. Wie bewerten Sie denn die geschilderte Entwicklung und vor allem, welche Schlüsse ziehen Sie daraus? Es ist eine Entwicklung, auf die ich schon vor Jahren hingewiesen habe. Und wir sind natürlich sehr hinterher, dagegen zu agieren. Es ist so, dass wir versuchen, es präventiv, also zu verhindern, dass es überhaupt zu Straftaten kommt, aber auch natürlich repressiv. Repressiv heißt, wir brauchen natürlich Sicherheitskräfte, die in der Lage sind, auch mit dem Phänomen umzugehen. Deshalb trete ich ja dafür ein, dass wir 1.800 Polizistinnen und Polizisten einstellen in den nächsten 5 Jahren. Präventiv heißt, dass wenn Geflüchtete zu uns kommen, Menschen zu uns kommen, wir sofort ganz am Anfang sofort klar machen, was sind unsere Regeln. Das muss klar vermittelt werden. Das hat phasenweise tatsächlich dieser Einzelfall der Abschiebung deutlich involviert. Und an der Stelle habe ich das. Oh, jetzt ist schon Katja Wolf. Sorry, da habe ich gerade ein bisschen geschlafen. Ich hatte ja gesagt, ich überspringe SPD, Grüne und FDP. Da habe ich eine gerade laufen lassen. Also den, wie gesagt, die werden ab jetzt konsequent übersprungen. Ist das ein überbewerteter Einzelfall? Und was würden Sie denn konkret in Verantwortung möglicherweise anders machen als Herr Meyer, der ja schildert, er hat schon alles versucht? Ich glaube, dass wir klarer über unsere Regeln reden müssen und wir müssen klarer Ziele vereinbaren. Und das Ziel ist, du kannst auf Landesebene wenig machen. Also es ist eine undankbare Frage, was würden Sie anders machen? Du kannst nur sagen, wir setzen die Regeln, die es gibt, strikt durch, aber was an den Regeln ändern, können wir leider nicht, da man das auf Landesebene nicht kann. Also ja. Das ist aus meiner Sicht tatsächlich zuerst der Spracherwerb und das gilt im Übrigen für alle. Das gilt genauso für Männer und für Frauen. Ich erlebe. Aber jetzt büchsen Sie direkt am Anfang aus. Die Frage war wirklich eine ganz andere. Was würden Sie in diesem konkreten Einzelfall anders machen? Spracherwerb, ja wohl. Ich habe mit der zweiten Frage angefangen. Ich habe 2 Fragen bekommen. Ja, aber in diesem Fall, was würden Sie in diesem Fall konkret anders machen? Was ich anders machen würde als der Innenminister, kann ich nicht sagen, weil der Innenminister natürlich ganz anders in einem Fall drin stecken kann, als ich das von außen sehe. Er ist tief involviert und an der Stelle habe ich das Gefühl, dass er selbstverständlich gerade in diesen Zeiten tut, was irgendwie möglich ist. Da kann ich keine Stilnoten von der Seite verteilen und das werde ich auch nicht. Aber Sie kommen aus einer Kommune, Sie haben dieselben Probleme gehabt wie Apolda, wie der Landkreis. Sie kennen das aus eigenem Erleben und bewerben sich jetzt für ein Amt in der Landespolitik. Also die Fragen nach einem konkreten Fall, also für mich hörte sich die Frage auch allgemeiner an, okay, haben Sie nach diesem Fall gefragt, ist jetzt egal, welchen Fall es geht. Und jetzt sagt sie, okay, ich bin in diesem konkreten Einzelfall nicht drin. Also Sie bewerben sich also für ein Amt und können nichts zu diesem einen Fall sagen. Verarscht euch. Also die Moderation sollte man weglassen. Also man sollte einfach jedem Politiker nacheinander 2 Minuten Pico geben, Thema vorgeben, Frage vorgeben, was auch immer. Und dann die gegeneinander debattieren lassen. Also irgendein anderes Format ohne solche Moderatoren. Das ist ja furchtbar. Und sagen jetzt, ich habe keine Ahnung, was ich machen würde. Das habe ich doch nicht gesagt. Ich wollte gerade ausführen, was ich machen würde. Da bin ich unterbrochen worden und dann haben Sie mich. Okay, jetzt wissen wir es. Sie wird zumindest mal ähnlich unterbrochen wie Höcker. Das ist auch ein gutes Zeichen, zeigt auch, wo der MDR politisch steht. Beziehungsweise wo diese Moderatoren hier politisch stehen. Ich habe einen konkreten Fall gefragt. Und ja. Zu dem konkreten Fall habe ich gesagt, mehr kluge Ratschläge als der Innenminister kann ich da nicht geben, weil er steckt natürlich mit ganz anderem Insiderwissen entsprechend drin. Ich sage Ihnen gerne, was mir wichtig ist und was mir an der Stelle enorm am Herzen liegt. Und das ist die Frage Spracherwerb auch bei Frauen. Das ist die Frage gesellschaftliche Teilhabe für Frauen wie für Männer. Und das ist die Frage wirtschaftliche Unabhängigkeit. Und wenn ich wirtschaftliche Unabhängigkeit. Das ist ja, wenn es um Integration geht. Wie gesagt, auf Landesebene kannst du nicht für viel weniger Migration sorgen. Das ist einfach die falsche Ebene. Absolut richtig. Also das Essentiellste, wenn du dich hier integrieren willst, ist erstens, dass du die Sprache beherrschst und zweitens, dass du einen Arbeitsplatz findest. Und da ist es natürlich wichtig, dass vor allem schon in jungen Jahren die deutsche Sprache gelernt wird. Und wenn die Kinder nicht richtig Deutsch lernen bei ihren Eltern, dann müssen sie beispielsweise verpflichtend in den Kindergarten oder so, damit sie dort dann Deutsch lernen, damit sie dann, wenn sie in die Schule kommen, dass sie dann vernünftig Deutsch können. Also du kannst doch nicht lesen und schreiben lernen, wenn du die Sprache nicht mehr kannst.
Also absolut richtig. Das ist, glaube ich, das, was du auf Landesebene noch am ehesten voranbringen kannst. Wenn ich sage, dann meine ich ein sehr schnelles in Lohn und Brot bringen. Und das nicht als Wunsch und nicht als Hoffnung, sondern als Erwartung und dementsprechend auch verbunden mit dem miteinander committen. Wenn die Erwartungen nicht erfüllt werden, dann muss man auch sehr klar sagen, dass die Regeln hier andere sind. Mhm. Und wir müssen natürlich, und das ist der Punkt, ich glaube, wir müssen sehr genau, und das ist das, was Bodo Ramelow gesagt hat, sehr genau klar machen, dass wir ein weltoffenes Land sind, dass wir natürlich den Weg in die Arbeitsmigration mit offenem Herzen und offenen Armen gestalten. Mhm. Aber wenn Menschen... Wie gesagt, auch das, niemand lehnt Arbeitsmigration ab. Also da, es gibt ja einen europäischen Binnenmarkt, wo von, also vom Nordkap bis Malta Menschen hin und her wandern können, wie sie lustig sind, wenn sie einen Arbeitsplatz suchen. Also das geht ja. Also wir haben ja hier einen riesigen Binnenmarkt, wo es genug Arbeitsmigration gibt. Das, ja, und da ist Thüringen natürlich auch Teil von. Das ist so ein Punkt, dem würde, glaube ich, auch Björn Höcke zustimmen. A, die Regeln nicht einhalten und B, das Gefühl haben, wir wären hier ein Wohlfahrtsstaat, der gibt, aber wo man nichts entsprechend zurückgeben muss, dann müssen die Regeln klar gemacht werden. Das plant die CDU beispielsweise, Zentren für Aufnahme und Rückführung, habe ich da im Wahlprogramm gelesen. Da soll dann direkt abgeschoben werden, heißt es. Vielleicht noch mal konkret an diesem Fall in Apolda auch festgemacht, Herr Vogt. Der Mann ist nachgewiesenermaßen Marokkaner, trotzdem gelingt die Rückführung in sein Heimatland nicht. Was würden Sie da anders machen? Ja, zuerst einmal gilt, er hatte ja schon vorher Straftaten begangen und durfte trotzdem wurde dann auf die Kommunen verteilt. Das ist doch das. Ja, das ist jetzt, wie gesagt, also es ist ein bisschen blöd, dass hier die ganze Zeit eigentlich ein Bundesthema besprochen wird und dann werden Landespolitiker hier irgendwelche Vorhaltungen gemacht. Hier bei dieser einen Detailfrage hat ihr einer Landrat dann das nicht richtig hinbekommen. Was würden Sie anders machen? Ja, es ist ein Bundesthema. Wenn jemand straffällig wird, dann sollte er abgeschoben werden und das kann man auch so festlegen. Also in Russland beispielsweise, da darfst du dir 2 Ordnungswidrigkeiten leisten als Asylbewerber und dann wirst du abgeschoben. Das heißt, 2-mal zu schnell gefahren, raus. Also das wäre doch eine Regelung, die wir hier so übernehmen könnten. Also dann hätten wir, glaube ich, ein viel geringeres Problem mit Ausländerkriminalität. Also Russland hat einen ähnlich hohen Ausländeranteil wie Deutschland, aber ein viel geringeres Problem mit Ausländerkriminalität. Warum? Weil man dort eben genau das, was hier quasi als rhetorische Floskel immer noch vor sich hergetragen wird, weil man das da tatsächlich umgesetzt hat. Also weiß nicht, wieso wir sowas nicht mal übernehmen könnten. Aber das ginge halt nur auf Bundesebene, das ginge halt nicht auf Landesebene. Das Problem, der Hilferuf kam von einer CDU-Landrätin, die gesagt hat, wir werden mit solchen Kriminellen einfach nicht Herr. Ja, das ist eine klar, aber Sie kommen jetzt ins Amt und der Fall besteht weiterhin und Sie müssen ihn lösen. Was machen Sie? Kein Problem, aber Sie müssen mich ja trotzdem schildern lassen. Und für uns geht es darum, ein Ankunfts- und ein Rückführungszentrum zu bilden. Das heißt, zentrale Einrichtungen des Landes, wo klar geregelt ist, dass diejenigen, die hier keine Bleibeperspektive haben, tatsächlich auch zentral untergebracht werden und die dann auch zurückgeführt. In meinem Wahlkreis ist die Erstaufnahmeeinrichtung Thürings in Eisenberg. Ich erlebe das. Ich habe das 2015 erlebt. Und deswegen brauchen wir da eine klare Regelung. Für uns muss auch klar sein, dass wir deutlicher unterscheiden. Wir sind ein weltoffenes Land, aber das heißt bitte schön nicht, dass wir die Tür zu unserer Wohnung aushängen, sondern wir bestimmen schon selbst, wer zu uns kommt und wie viele. Und ich glaube, da müssen wir klarer sein. Das bedeutet übrigens auch, Thüringen hat eine der längsten Anerkennungszeiten für Fachkräfte. Wir bestimmen selbst, wer zu uns kommt und wie viele. Also nee, es ist eine europäische Arbeitnehmerfreizügigkeit, die niemand abschaffen will, wo es keine Quotenregelung, wo es keine Begrenzung gibt, sondern wo man von der einen Ecke Europas zur anderen hin und her wandern kann und mit der auch, glaube ich, die wenigstens ein Problem haben. Also es sind ja nicht die Rumänen oder die Polen, die hier Probleme machen, sondern es sind Menschen von weiter weg. Also das, ja, also Mario Vogt spricht hier, es ergibt sich jetzt, glaube ich, aus dem Kontext, der redet ja auch sehr allgemein über Wirtschaftsmigration von außerhalb des europäischen Binnenmarktes, die wir meiner Meinung nach nicht brauchen. Also wir brauchen keine Migration aus völlig anderen Kulturkreisen, um hier noch weiter Lohndumping betreiben zu können. Also es gibt genug Arbeitslose in Deutschland, die sollte man erstmal qualifizieren, die sollte man in Arbeit bringen. Wir haben 3-mal so viele offizielle Arbeitslose wie offiziell offene Stellen, beziehungsweise 3,5-mal so viele. Wir haben 2,7 Millionen Arbeitslose und irgendwie zwischen 700.000 und 800.000 offenen Stellen. Also da, ja, also die Menschen soll man erstmal in Arbeit bringen. Also man muss erstmal für Vollbeschäftigung sorgen, bevor man überhaupt darüber debattieren kann, ob es eine sinnvolle Idee sein könnte, nochmal von außerhalb des europäischen Binnenmarkts Menschen zu holen, zumal es ja in vielen anderen Ländern, die auch im europäischen Binnenmarkt sind, vor allem in den südeuropäischen Ländern, eine sehr viel höhere Arbeitslosigkeit gibt als hier. Das heißt, wenn die deutsche Wirtschaft unbedingt Arbeitskräfte braucht, dann kann sie die auch da anwerben.
Es ist völlig absurd, da noch weitere Wirtschaftsmigrationen noch mal von außerhalb zu fordern. Und das ist ein Problem. Mittlerweile jeder vierte Klinikarzt hat einen Migrationshintergrund. Und das sind die Leute, die wir tatsächlich schnell brauchen. Aber diejenigen, die sich nicht an die Regeln halten, da muss klar sein, wir haben eine Haus... Ja, also das Problem lässt sich relativ leicht lösen. Schafft mehr Medizinstudienplätze. Also warum braucht man fürs Medizinstudium so einen hohen NC? Ist man ein besserer Arzt, wenn man Abitur von 1,2 hat, als wenn man Abitur von 1,9 hat? Würde ich mal vorsichtige Zweifel anmelden. Also das ist einfach nur, weil die Bundesländer Geld sparen wollen, weil die Bundesländer nicht genug Studienplätze schaffen wollen. Und das ist was, was man auf Landesebene ändern kann. Bildungspolitik ist Ländersache. Also wenn die Bundesländer hier was machen wollten, könnten sie das jederzeit machen. Sie müssen nur jede Menge Geld in die Hand nehmen, mehr Studienplätze schaffen, dann wird es auch mehr Mediziner geben. Und man könnte dann auch den Ärzten auferlegen, so, wenn ihr hier in Thüringen studieren wollt, dann müsst ihr danach auch 10 Jahre in Thüringen praktizierender Arzt sein. Und dann auch in ländlichen Regionen. Das ginge alles. Das könnte man machen, wenn man das wollte. Will man aber nicht, weil es Geld kostet. Weil man sich auf Landesebene eben an diese tolle Schuldenbremse beispielsweise halten muss. Oder halten will, muss man ja sagen. Also Schuldenbremse kann man ja aussetzen, wenn man es will. Das wäre so ein Punkt, wo man auf Landesebene sehr, sehr viel machen könnte. Hat nur halt wenig mit Migration zu tun, sondern hat vielmehr mit Bildungspolitik zu tun. Ordnung. Man hält sich nicht dran in so ein Rückführungszentrum und dann nach Hause. Okay, man auch muss vielleicht Punkt aber gemacht. Auch mal, wir reden jetzt sehr viel über diesen ein Einzelfall. Satz. Ja. Die Ankunftszahlen in Thüringen gehen stark zurück. Ja. Und das ist auch ein Erfolg, sage ich mal, der Bundesregierung, die ganz klar mit den Grenzkontrollen, die eingeführt wurden, auch das Grenz... Also. Ja, nach 2022, wo wir eine Rekordzuwanderung hatten durch die Flüchtlingswelle aus der Ukraine, gehen die Zahlen jetzt im Verhältnis dazu stark zurück. Aber ich nehme mal an, die Flüchtlingszahlen sind immer noch deutlich höher, als sie in Thüringen, ich sag mal so, vor den 1990er Jahren waren. Also da gab es in Thüringen fast gar keinen Ausländeranteil. Die DDR hatte immer einen Ausländeranteil von unter 1%. Jetzt gerade gesehen, 2014 noch oder 2013 war das ein Ausländeranteil von 2% in Thüringen und jetzt ist der Ausländeranteil auf über 8% explodiert. Also das ist doch eine ziemlich klare Entwicklung. Verschrieben. An den Außengrenzen, die Bekämpfung von Schleuserkriminalität, das wirkt. Und wir müssen natürlich. Wobei man bei diesem Ausländeranteil auch immer dazu sagen muss, dass die Bundesrepublik ein sehr, sehr liberal. Okay, ach Gott, ich wollte den doch unterbrechen, den SPD. Also ich wollte den doch abwürgen, weil SPD sowieso irrelevant ist. Es tut mir jetzt wirklich leid. Keine Ahnung, der grätscht immer so flüssig rein, der wird von den Moderatoren auch nicht unterbrochen. Er darf einfach so reden, deswegen werde ich in Zukunft mehr darauf achten. Aber es ist absurd. Also es ist völlig absurd. Also ihr habt gesehen, wie niedrig der Ausländeranteil 2013 war, ihr seht, wie hoch er heute ist. Also da davon zu sprechen, ja, die Zahlen... Gehen zurück heißt nur, er steigt weniger langsam, als er bisher gestiegen ist. Also das ist... Bashar al-Assad? Es ist theoretischerweise möglich, als Freistaat Thüringen solche Rücknahmeabkommen zu schließen. Davon sind wir überzeugt. Aber wichtig ist doch, dass wir erstmal den Zustrom an Menschen stoppen, die uns hier Probleme machen. Wir reden darüber, wie gehen wir mit dem Problem Bären um. Und da gibt es sicherlich rationale Möglichkeiten. Wir würden solche... Knallköpfe mit Verlaub, ich will den Herrn aus Apolda jetzt mal so nennen, den marokkanischen Staatsbürger, fernab gemeindlicher Infrastruktur, in einer Art Unterkunft unterbringen, wo er behütet und geschützt verweilen darf, bis der Abschiebeflieger geht. Ja? Und natürlich müssen wir aus Thüringen heraus Druck machen auf den Bund. Wir müssen ein Organstreitverfahren gegen den Bund führen, damit endlich Recht und Gesetz durchgesetzt werden. Nach Artikel 16a dürfte dieser Mann ja gar nicht in Deutschland sein. Wer über sichere Drittstaaten einreist, der hat keinen Asylgrund, der muss an der Grenze zurückgewiesen werden. Das gilt für die Millionen, die seit 2015 gekommen sind. Die sind illegal im Land. Aber nochmal, die Außengrenze schützen. Thüringen, so unattraktiv, Herr Sänger, Thüringen so unattraktiv wie möglich für Sozialmigranten machen. Das bedeutet eben, komplette Umstellung von Geld auf Sachleistung. Auch diese Bezahlkarte ist eine Mogelpackung, weil es immer noch ein Bargeldanteil gibt. Die scheint ja zu funktionieren, im Gegensatz zu Sonneberg wieder mal. Vielleicht können wir ganz kurz mal zum Thema zurück. Es ging um eine praktische Frage. Es ging um die praktische Frage, ob Sie sozusagen auch bereit wären, nach Kabul zu fliegen und dort mit den Taliban beispielsweise zu verhandeln. Thüringen dann rausgeflogen. Ja, dafür werden wir auch Geld in
Die Taliban sind international, also ich wollte gerade schon Höcke unterbrechen und sagen, okay, mit einer Landesregierung, welches andere Land verhandelt mit einer Landesregierung? Also die meisten Länder werden wohl mit der Bundesregierung verhandeln wollen, dann eine Landesregierung, denen, glaube ich, auch wenig versprechen kann. Aber die Taliban sind relativ isoliert, die freuen sich über jede diplomatische Anerkennung. Das heißt, die würden sich, glaube ich, auch darüber freuen, wenn ein Thüringer Ministerpräsident sagen würde, wir machen mit euch ein Rückführungsabkommen. Die Taliban haben ja schon angeboten, eigene Staatsbürger zurückzunehmen, wenn Deutschland sie denn als legitime afghanische Regierung anerkennen würde. Und das ist doch eigentlich total vernünftig. Also da wäre ich mal gespannt, wie das dann aussehe, wenn die deutsche Bundesregierung sagt, nee, die Taliban, das ist nicht die legitime Regierung von Afghanistan, so wie es die meisten anderen Staaten auf der Welt auch sagen, was ein bisschen seltsam ist, da die Taliban Afghanistan ja de facto jetzt schon seit fast drei Jahren regieren. Wenn jetzt ein thüringischer Ministerpräsident sagt, okay, wir erkennen euch als legitime Regierung an und wir machen ein Abschiebeabkommen mit euch. Also das fände ich sehr interessant, also erstmal, ob das rechtlich möglich wäre, ob die Bundesregierung dem versuchen würde, zwischenzugrätschen und was dann in Medien los wäre. Sie haben gesagt, Sie würden das machen. Sie würden ja, also auch im Ausland fahren. Einfach nur, weil es mich wirklich interessiert, wie praktikabel ist sowas? Herr Ramelow, Sie haben das jetzt 10 Jahre lang gemacht. Für mich wirklich die Frage, wie realistisch ist es, dass ein Ministerpräsident, welcher Couleur auch immer, Bundesländer eigene Abschiebeabkommen auch finanziert, abschließt und dann auch so tauglich durchsetzt, dass es gemacht wird? Ja, es ist schon eine ziemlich steile These, die Herr Höcke hier aufstellt. Und offenkundig kennt er die rechtsstaatliche Ordnung in unserem Land nicht. Außenpolitik ist ausschließlich Angelegenheit der Bundesregierung und der Bundespolitik. Und die Frage, ob man bilaterale Staatsverträge mit anderen Nationalstaaten abschließen darf, darf man getrost in das Land der Fantasie hin. Das heißt nicht, dass man es nicht probieren kann. Also, das ist dann, wie gesagt, die Frage, ob die Bundesregierung da versucht, dann dazwischen zu grätschen. Aber wenn, wo kein Kläger, da kein Richter. Also das wäre interessant, wenn ein Ministerpräsident sowas versuchen würde. Packen, weil in der Tat Aufnahmeabkommen, die wir brauchen, nämlich zum Beispiel mit den Maghreb-Staaten, nämlich legale Aufnahmeabkommen, muss die Bundesregierung verhandeln und die Bundesregierung ist nach meinem Wissen dabei, diese Verhandlungen zu führen. Dieselbe Diskussion hatten wir auch gehabt über Georgien und Moldau. Und ich bin überzeugt, wenn wir mit diesen Ländern legale Aufnahmeverfahren praktizieren als Bundesrepublik Deutschland, dann können wir als Freistaat Thüringen darin unsere Chancen nutzen. Zum Beispiel mit dem Kosovo. Im Kosovo wird gezielt angeworben. Das dürfen wir. In Vietnam werben wir an. Wir haben sogar eine landeseigene Gesellschaft, die hat Rot-Rot-Grün auf den Weg geschickt, in Vietnam gezielt anzuwerben, aber im Rahmen der gesamtstaatlichen Verpflichtungen. Das heißt, ich stimme mich vorher mit der Bundesregierung ab, damit ich nicht eine Nebenaußenpolitik betreibe. Herr Ramelow, kommen Sie schon zum Punkt Fachkräfte und darauf. Ja, aber das wäre doch sehr, sehr interessant. Also das BSW hat ja beispielsweise angekündigt, dass es Friedenspolitik als zentrales Thema auch bei den Landtagswahlen sieht. Das heißt, eine Landesregierung unter BSW-Führung würde da eine komplett andere Außenpolitik machen als die Bundesregierung. Also so eine Landesregierung unter BSW-Führung, die würde, so habe ich das zumindest verstanden, dann Staatsbesuche in Russland abhalten. Die würde mit Russland darüber reden, wie man die Sanktionen umgehen kann. Die würde keine US-Raketen bei sich stationieren lassen. Und da ist die Frage, wäre das rechtlich möglich? Also könnte eine Landesregierung das verweigern? Und das würde dann wahrscheinlich vor das Bundesverfassungsgericht gehen. Und da würden wir sehr, sehr interessante Debatten darüber sehen. Also auch selbst wenn es nicht möglich wäre, hätten wir dann eine breite gesellschaftliche Debatte über Außenpolitik, die angeführt würde von einer Landesregierung, die eben die Außenpolitik der Bundesregierung ablehnt. Also das wäre doch sehr, sehr interessant. Dass bisher alle Landesregierungen außenpolitisch auf Linie der Bundesregierung sind, das mag sein. Aber wenn eine Landesregierung das mal nicht sein sollte, dann ist die Frage, was dann im Konflikt passieren würde. Also beispielsweise, wenn Rücknahmeabkommen beschlossen wird, beispielsweise, wenn da irgendwelche Russland-Sanktionen versucht werden zu umgehen. Also das hat ja Mecklenburg-Vorpommern schon mal mit so einer, also das waren jetzt amerikanische Sanktionen, die man da versucht hat zu umgehen, mit so einer Stiftung für Nord Stream 2 gemacht. Also das jetzt wäre interessant zu sehen, wie das bei EU-Sanktionen, was da bei EU-Sanktionen der Fall wäre. Zumal Politiker ja Immunität haben. Das heißt, irgendwelche Strafverfahren wegen Sanktionsumgehung oder so, die könnten ja nicht eingeläutet werden, da Politiker, wie gesagt, immun sind. Also das wäre alles sehr, sehr interessant zu beobachten. Und dafür bräuchte es halt eine
Landesregierung, die außenpolitisch nicht auf Linie mit der Ampel wäre. Und wie gesagt, das BSW hat angekündigt, eine andere Außenpolitik zu machen. Da bin ich sehr, sehr gespannt und da habe ich auch hohe Erwartungen, sollte das BSW irgendwo in Verantwortung kommen. Was ich, wie gesagt, nicht glaube. Also schaut euch Ramelow, schaut euch Vogt an. Also ich glaube nicht, dass das BSW mit denen wird zusammenarbeiten können. Darauf wollen wir jetzt schauen bei unserem zweiten Themenkomplex Wirtschaft. Und auch da haben wir Zahlen, Daten, Fakten kurz zusammengefasst. Wie stark die Wirtschaft ist, zeigt das Bruttoinlandsprodukt, also der Wert aller in Thüringen hergestellten Waren und Dienstleistungen. Etwa 1 Million Erwerbstätige erwirtschafteten im vergangenen Jahr fast 76 Milliarden Euro. Preisbereinigt ist die Thüringer Wirtschaft im Vergleich zum Vorjahr leicht geschrumpft. Das durchschnittliche Wirtschaftswachstum aller ostdeutschen Länder lag dagegen bei plus 0,7%. In Thüringen gingen zuletzt wieder mehr Unternehmen pleite. Die Zahl der Insolvenzen ist 2023 um 8% gestiegen, in den ersten beiden Quartalen dieses Jahres sogar stärker als im Bundestrend. Und zukünftig könnte es für die Thüringer Wirtschaft noch schwieriger werden. Denn Thüringen wird bis 2040 voraussichtlich einen deutlichen Bevölkerungsrückgang erleben, um bis zu 10% auf ca. 1,9 Millionen Einwohner. Mehr Rentner und weniger Erwerbstätige führen dazu, dass 2035 sehr viel. Alles Sachen, die man hauptsächlich auf Bundesebene ändern könnte. Also alles Sachen, wo man auf Landesebene sehr, sehr wenig dran ändern kann. Viele Fachkräfte fehlen werden. Wohl etwa 250.000. Und schon jetzt kommen auf 12.000 Ausbildungsplätze nur rund 7.000 Bewerber. So, jetzt haben wir diesen Schachtelbegriff Fachkräftemangel gehört. Und tatsächlich fragt sich natürlich der ein oder andere, wo spüre ich den denn? Also 80% der Thüringerinnen und Thüringer haben angegeben im Thüring-Monitor, ja, wir spüren ihn. Und zwar zum Beispiel, wenn es um Facharzttermine geht, gehört auch zum Fachkräftemangel genauso. Ich sag's ja. Mehr Studienplätze in der Medizin. Also das ist doch nicht schwierig. Das kann man auf Landesebene tatsächlich machen. Mehr Studienplätze schaffen und den Studenten, die da anfangen, vorher, wenn sie an der thüringischen Uni studieren, dann die Verpflichtung aufgeben, so ihr müsst dann mindestens 10 Jahre hier in Thüringen im ländlichen Raum praktizieren. Zack, Ärztemangel innerhalb von 10, 15 Jahren. Also dauert ja ein bisschen, bis die Mediziner durchs Studium kommen, bis sie dann Praxen eröffnen. Aber könnte man in der Form lösen, wenn das politisch gewollt wäre, wenn man da Geld in die Hand nehmen würde. Da braucht man keine Migration, so wie das vorhin hier die ganze Zeit erzählt wurde. So wie der Handwerker, der eben manchmal wochenlang nicht kommt. Also ein großes Thema, das uns alle tatsächlich jeden Tag berührt. Und es gibt eben auch viele, zum Beispiel Wirtschaftsverbände und Arbeitsmarktexperten, die sagen... Ja, auch im Handwerk. Also Azubis werden einfach schlecht bezahlt. Also wenn ich als Fabrikarbeiter am Band mehr verdiene als Azubi im Handwerk, dann gehe ich halt in eine Fabrik und arbeite da. Also ist einfach so, wenn ein Job, also wenn es in der Marktwirtschaft für ein Produkt zu wenig Nachfrage gibt, das heißt für einen Job zu wenige Bewerber, dann müssen die Löhne steigen. Also in der Marktwirtschaft werden Knappheiten über den Preismechanismus ausgeglichen. Also wenn es jetzt einen Mangel an Handwerkern gibt, dann müssen im Handwerk die Löhne steigen, deutlich. Dann müssen die Preise im Handwerk steigen. Ohne gezielte Zuwanderung. Und falls jetzt ganz viele in die Kommentare kommen und sagen, ja, die Handwerker sind doch schon so teuer, ja, das ist bei den Azubi-Gehältern noch nicht angekommen, bei den Ausbildungsgehältern. Also das ist zumindest noch nicht durchgereicht worden. Aus dem Ausland wird sich das Ganze nicht lösen lassen. Genau. Herr Höcke. Sie haben gesagt, Sie wollen, Zitat, Migranten nach Hause schicken und bezeichnen Abschiebeflüge als Herzensangelegenheit. Andererseits haben Sie auch schon so sich geäußert, dass es durchaus hochqualifizierte Menschen gibt, Ärzte zum Beispiel, die Thüringen auch braucht. Inwiefern kalkulieren Sie ein, dass Sie sich durch Ihre Aussagen abgeschreckt fühlen, dass die also gar nicht kommen wollen, wenn Sie hören, Herzensangelegenheit, Abschiebung? Brauche ich das noch groß kommentieren? Also welcher Migrant schaut sich vorher an, wie hat sich der jeweilige Ministerpräsident oder Oppositionsführer in irgendeinem Bundesland geäußert, bevor er dahin umzieht? Also kein Mensch legt doch nach diesem Kriterium seinen Wohnort fest. Das große Problem ist doch, und das wurde doch hier auch offenkundig, ist, dass man die Fachkräftezuwanderung und die Asylzuwanderung zusammenmengt. Und das geht nicht.
Man kann nicht sagen, man lässt 10 Millionen Menschen seit 2015 ins Land. Es werden schon ein paar Fachkräfte darunter sein. Aber die Sozialstaatskosten, die fressen dann die positiven Effekte sofort auf von den wenigen Fachkräften, die darunter sind. Das große Problem ist, dass die etablierte Politik in den letzten Jahrzehnten Deutschland so unattraktiv für wirkliche Fachkräfte gemacht hat, dass die einen großen Bogen um Deutschland machen. Hochausgebildete Ausländer, die gehen in die Vereinigten Staaten von Amerika, wo das Meinungsklima etwas freier ist. Das liegt auch an der englischen Sprache. Also das kannst du nicht ändern und auch das sollte man nicht ändern. Also wir sprechen hier nun mal nicht Englisch und englischsprachige Staaten sind für Fachkräfte dann nun mal attraktiver. Also wir können vielleicht was dafür tun, dass die Fachkräfte, die hier in Deutschland schon sind, dass die auch möglichst hier bleiben. Aber ich glaube nicht, dass es ein Ziel sein sollte, Deutschland zu einem attraktiven Einwanderungsland für Fachkräfte zu machen. Ich meine, Kanada hat sich das ja quasi als Staatsideologie gegeben, dass man so offen für Migranten wie möglich sein will und die dann nach so einem Punktesystem kategorisiert, damit man auch wirklich nur die Fachkräfte bekommt. Und auch Kanada hat ähnliche Migrationsprobleme wie alle anderen westlichen Länder. Also das sollte an sich kein Ziel sein, attraktiv für Fachkräfte zu sein. Man sollte die Fachkräfte aus der eigenen Bevölkerung akquirieren und nicht von irgendwo anders her auf der Welt herholen. Zumal wir, wie gesagt, Fachkräftezuwanderung aus dem europäischen Binnenmarkt haben, habe ich schon 5-mal erwähnt. Also da braucht man keine Fachkräfte nochmal von außerhalb Europas. Wo die Schulbildung stellenweise besser ist als in Deutschland, wo die innere Sicherheit stellenweise besser ist als in Deutschland. Deutschland ist auf dem Weg zum Failed State. Das muss man ganz deutlich sagen. Und Hochqualifizierte machen auch durch die hohe Abgaben- und Steuerlast abgeschreckt einen großen Bogen. Deswegen wird es sehr, sehr schwer sein, in ein Land, das so einen Zustand aufweist, wirklich qualifizierte Ausländer einzuwerben. Meine persönliche Meinung. Deswegen müssen wir die Fachkräfte der Zukunft wieder selber machen. Wir brauchen vor allen Dingen die demografische Wende. Wir brauchen eine Familienoffensive. Die hat die AfD im Programm. Wir müssen das Übel an der Wurzel packen und können nicht ständig die Hochqualifizierten aus anderen Ländern abwerben, die dann dort zu einem Verlust an Intelligenz und an Bildung führen. Das geht nicht. Das ist Neoimperialismus und das ist kein guter dass Weg. Dass Sie sich um die Entwicklungsländer kümmern und das auf. Also da hat Höcke tatsächlich recht. Also da hat er tatsächlich recht. Also es ist keine gute Politik aus afrikanischen Staaten, wo sowieso die Bildungssysteme erst aufgebaut werden müssen, wo sowieso die Quote an Studierenden sehr, sehr gering ist. Da die Hochqualifizierten abzuziehen und die dann hierher zu holen. Wie gesagt, erstmal funktioniert das nicht, dass man Einwanderung so kategorisiert, dass auch wirklich nur die Fachkräfte kommen. Funktioniert zumindest in westlichen Ländern nicht. Kann sein, dass es irgendwo anders auf der Welt gut funktioniert. Aber wie gesagt, selbst die westlichen Staaten, die das versuchen, selbst die scheitern an diesem Versuch. Und zum anderen schadet man damit vor allem diesen Entwicklungsländern. Also ganz stark sind jetzt keine Entwicklungsländer, aber ganz stark sieht man das in Osteuropa, wo man wirklich, wie gesagt, durch den europäischen Binnenmarkt, dadurch, dass es Arbeitnehmerfreizügigkeit gibt, in einigen Ländern, Rumänien, Bulgarien, jetzt rund 30% der erwerbsfähigen Bevölkerung dort abgezogen hat. Also diese Länder, die haben wirklich demografische Probleme. Nicht mal wegen der geringen Geburtenrate, sondern einfach, weil die Bevölkerung denen abgehauen ist. Also weil die Bevölkerung so stark abgewandert ist, dass die da ihre wirtschaftlichen Aktivitäten nicht mehr aufrechterhalten können. Also die bekommen wirklich die demografischen Probleme, die bei uns nur in irgendwelchen Horrorszenarien immer an die Wand gemalt werden. Eben weil wir unbedingt so eine Fachkräftezuwanderung haben wollten. Und ihr seht es, wir hatten jetzt jahrzehntelang diese Zuwanderung aus diesen Staaten und trotzdem schreit unsere Wirtschaft nach Fachkräften. Das ist ja dann auch die andere Seite der Medaille. Egal wie viele Fachkräfte reinkommen, egal wie viel Migration es gibt, es ist nie genug. Also was logisch ist. Also Unternehmen, die wollen immer möglichst viele Arbeitskräfte zu einem möglichst billigen Lohn haben, zu möglichst schlechten Arbeitsbedingungen. Und da kann es nie genug Migration geben. Also wenn man auf die Wirtschaft hört, dann würden wir hier noch ein paar Millionen mehr Migranten reinholen. Aber das ist halt nicht gut, da die Wirtschaftsinteressen nicht das Einzige sind. Da die Interessen von denjenigen, denen Unternehmen gehören, vor allem hier konträr zu den Interessen des Rests der Bevölkerung sind. Ich meine, kein normaler Mensch hat ein Interesse an Lohndumping oder hat ein Interesse daran, dass es möglichst viele Fachkräfte gibt, die dann Konkurrenz um die eh schon knappen Arbeitsplätze stehen. Daran haben, wie gesagt, Kapitalisten Interesse, die möglichst viel Gewinn machen wollen. Aber die Mehrheit der Bevölkerung hat das nicht. Kindern, das dauert ja auch eine ganze Weile, bis sie dann in Arbeit sind. Ich habe selber zwei. Herr Ramelow, Sie waren selbst in Vietnam, Sie haben es vorhin erwähnt, und haben das Ziel, 2025 jährlich 1.000 Azubis nach Thüringen zu holen. Wie schaffen Sie es, dass die nicht nur in die Großstädte gehen oder in die Gar größeren nicht. Städte, sondern das, eben... Das wirklich Gute an dem Programm ist, dass wir es mit den Handwerkmeistern zusammen aufgebaut haben. Die gehen tatsächlich in den ländlichen Raum.
Das ist die Firma Landstolz gewesen und das ist die Firma Fieber. Das sind kleine Handwerksbetriebe gewesen, die mich auch eingeladen haben, den Weg mit nach Vietnam zu machen. Und ich habe die Betriebsinhaber erlebt in Vietnam, wie sie mit den Eltern geredet haben. Das ist dort unglaublich gut angekommen. Und es ist jetzt so in Vietnam, in unserer eigenen Firma, es ist eine LEG-Tochter, in dieser Firma werden Ausbildungsplätze, die hier angemeldet werden, dort ausgeschrieben und es wird ein Auswahlverfahren gemacht. Und es ist, wie Frau Wolf sagt, die kommen erst in den Flieger, wenn sie den Sprachtest gemacht haben. Die kommen in den Flieger, wenn sie genau wissen, welcher Betrieb es ist. Und wir haben sogar dort Trainingseinheiten geschaffen, weil Altenpflege zum Beispiel in Vietnam in der Gesellschaft nicht existiert. So komisch, dass Ramelow gar nicht unterbrechen. Er redet die ganze Zeit über diese Vietnamesen. Also wie gesagt, das Programm hört sich jetzt gar nicht so schlecht an. Also gegen die Art von Migration. Also obwohl ich, wie gesagt, grundsätzlich zusätzliche Migration von außerhalb Europas eher kritisch sehe. Aber dieses sehr begrenzte Programm, das ist doch nun wirklich nicht das Problem. Das ist doch nun wirklich, also das ist erstmal keine Antwort auf die Frage. Und es ist zum Zweiten nicht das Problem, über das wir vorhin beim Migrationsthema geredet haben. Trotzdem redet er die ganze Zeit über dieses Programm. Und trotzdem wird er von den Moderatoren nicht unterbrochen, obwohl er halt die ganze Zeit ablenkt. Anders als Katja Wolf und Björn Höcke, die andauernd unterbrochen wurden. Existiert. Darunter können die jungen Leute sich nichts vorstellen. Deswegen haben wir da sogar Pflegebetten, an denen sie üben, um herauszufinden, ist das der Weg, den sie wollen? Weil wir wollen keine falschen Erwartungen schaffen, sondern wir wollen ihnen deutlich machen, ihr seid willkommen. Und das geht überwiegend in den ländlichen Raum. Also bei mir, selbst in Saalburg im Hotel, sind mittlerweile vier von den jungen Vietnamesinnen und Vietnamesen. Und der Hotelier ist total begeistert, wie die auch in der schwierigen Phase von Corona zusammen mit ihm das Hotel bewirtschaftet haben. Frau Wolf, vielleicht auch mal die Frage an Sie. Wie schätzen Sie das ein? Also die Frage, ausländische Fachkräfte oder wir lösen das aus den eigenen Reihen. Wie bewerten Sie das? Naja, die Frage, die demografische Wende herbeizureden, ist ja insoweit absurd, weil meine Generation und auch noch Jahre hinterher die Frauen einfach weg sind. Ne? Das waren die Ersten, die Thüringen verlassen haben. Das waren die Ersten, die mit einer großen Motivation beschlossen haben, ihre eigene Glückesschmied zu sein. Und dementsprechend weiß ich nicht, ob Herr Höcke selber Kinder kriegen will. Das ist an der Stelle tatsächlich absolut unrealistisch. Das, was er jetzt gerade vor sich hinschwurbelt, führt ja dazu, dass wir als Thüringen schon ein Problem haben. Dass wir die Frage, ne, wir sind bei den Fachkräften oftmals zweiter Sieger oder dritter. Ich habe das selbst erlebt, dass wir schon Zusagen hatten und am Ende eine Absage von Geschäftsführern kamen, die gesagt haben, es tut mir wirklich leid, aber meine spanische Ehefrau traut sich nicht in deine Stadt. Und das ist eine Situation, die ist jeden Tag zu packen. Da könnte man 1000 solche Geschichten erzählen. Und deswegen müssen wir uns klar abgrenzen, gerade von solchen ideologischen und zutiefst menschenverachtenden Ideologien. Ja. Also familienoffensive, geeignete Fachkräfte zu finden im Ausland, die willig sind, auch nach Deutschland zu kommen, sicherlich das eine. Das andere ist dann, die auch durch den Behördendschungel hierher zu kriegen. Das ist ja, Thomas Kemmerich nickt als Unternehmer, weiß er wahrscheinlich auch, wovon ich spreche, nicht ganz so einfach tatsächlich, das dann auch bürokratisch hier alles zu regeln. Und das ist ein großes Thema, nicht nur für Unternehmerinnen und Unternehmer. Ja, jetzt kommen wir wieder zum Bürokratieabbau. Versprechen seit im Osten, da kann man sagen, da versprechen sie es jetzt erst seit 35 Jahren. Da versprechen sie es nicht schon seit mindestens den 80ern. Also das war ja schon im Lambsdorff-Papier der FDP. Wir wollen Bürokratieabbau, ganz wichtiges Thema Bürokratieabbau. Heute werden die Bürger mit mehr Bürokratie denn je überfrachtet und die FDP war ziemlich lange in der Bundesregierung in den letzten Jahrzehnten. Und hier, das ist so ein, also damit gehen diese Clowns jetzt seit Jahrzehnten auf Tournee und es passiert nichts. Und sie können es immer noch machen und kein Journalist fragt mal kritisch nach, was haben sie eigentlich während der 16 Jahre gemacht, wo sie mit Helmut Kohl reagiert haben? Was haben sie gemacht in der schwarz-gelben Regierung mit Angela Merkel? Was haben sie jetzt in der Ampelregierung gemacht? Also warum gibt es keinen Bürokratieabbau, obwohl sie das dauernd versprechen? Könnte es sein, dass sie die Wähler verarschen? Also das, ja. Beim Stichwort Bürokratie werden Sie zu Hause jetzt wahrscheinlich auch ganz viele Beispiele auf dem Tisch haben und sagen, genau, also ist das Amt auf, wie muss da noch handschriftlich was hingeschickt werden und so weiter. Also ein Riesenthemenkomplex. Wir wollen deswegen auch mal auf Rezepte schauen, die Ihnen und uns allen hier vielleicht... Ja, Digitalisierung. Man sollte Dokumente, wenn man sie braucht, im Amt digital bestellen können und man sollte auch alle anderen Angelegenheiten digital regeln können. Das funktioniert tatsächlich, also ich habe die Erfahrung gemacht, das funktioniert zumindest halbwegs, aber das könnte noch deutlich besser werden. Das Leben wieder leichter macht.
Und Frau Wolf, da bleiben wir gleich mal bei Ihnen. Sie versprechen einen 100-Tage-Prüfstand für neue Vorschriften und Regeln des Landes. In der Zeit dürfen die Menschen dann Einwände anmelden und das Inkrafttreten verhindern. Machen Sie mal ein Beispiel, wie soll das funktionieren? Das klingt nach noch viel mehr Arbeit, es dauert noch länger. Nee, das ist tatsächlich eine erprobte Praxis. Das ist gar keine eigene Idee, sondern aus Schweizer Modellen abgeschrieben und da funktioniert es. Das wird nicht wahnsinnig oft gemacht, aber bei... Ja, sehr guter Vorschlag. Also das ist ja auch so ein direkt demokratisches Element, da bin ich voll bei ihr. Sehr guter Vorschlag. Die Menschen wirklich beschäftigen und die entsprechend natürlich auch mobilisieren, ist das genau im Punkt, der uns wiedergespiegelt wird als der ermöglicht Teilhabe. Und über die Frage Teilhabe müssen wir gerade im Zusammenhang mit Politikverdrossenheit viel, viel stärker reden. Und auf der anderen Seite ist es natürlich klar, dass Politik genau von denen, die sie legitimieren, auch die Chance haben muss, ne, wieder mal ein Stückchen zurechtgewiesen zu werden. Und da ist das ein extrem funktionierendes und aus meiner Sicht ganz wichtiges Instrument. Da habe ich ein bisschen Fragezeichen über dem Kopf. Erlauben Sie mir ganz kurz an der Stelle eine Nachfrage, weil ich natürlich auch Ihr Wahlprogramm aufmerksam gelesen habe. Sie wollen entbürokratisieren, Sie wollen weniger Verwaltung. Jetzt kenne ich die Eingaben erprobten Ostdeutschen, die auch sehr gern schreiben und stellen mir vor, Sie im Landtag, Sie sind dafür dann legitimiert, beschließen was und es kommt eine große Flut an Einwänden, die sagen, ja, also jetzt müssen wir das mal prüfen, Sie haben 100 Tage Zeit. Also dieses bürokratische Monster, was da auch dahinter aufgebaut wird. Das muss ja jemand prüfen. Wir sind in Deutschland, das muss alles rechtssicher sein, nach Kriterien ablaufen. Und da wollen Sie uns erzählen, dass das dann das Leben leichter macht. Herr Sänger. Ja, also läuft es in der Schweiz nicht nach Kriterien ab. Also wenn die Schweizer das hinkriegen, kriegen wir das auch hin. Also es ist ja auch so interessant, dadurch, dass die öffentliche Verwaltung so kaputt gespart wurde, dass überall Stellen abgebaut wurden und man dann sogar auf externe Dienstleister gesetzt hat, die deutlich ineffizienter sind als staatliche Beamte. Dadurch hat man dafür gesorgt, dass die Bürger mit viel mehr Bürokratie behelligt werden, weil der Staat seine Aufgaben gar nicht mehr effizient erfüllen kann. Also der Abbau des Beamtenapparats, beziehungsweise dass man das zumindest versucht hat, da zu sparen, das hat gar nicht dazu geführt, dass es weniger Bürokratie gab, sondern eher mehr. Ja, wenn es zu wenig Beamte gibt und irgendwas liegen bleibt, dann warten die Bürger Ewigkeiten auf irgendwelche Sachen, die sie brauchen. Dann werden Anträge nicht bearbeitet oder dann werden Anträge falsch bearbeitet, weil es einen Zeitdruck gibt, weil die Mitarbeiter, die damit betraut werden, dann nicht genug in den Fällen drin sind. Also das ist ja auch so lustig. Also es braucht natürlich einen effizienten Beamtenapparat und da muss man genug Leute einstellen, wenn man da irgendein Verfahren neu etablieren will. Ja, jetzt bagatellisieren Sie gerade Bürokratie, weil Menschen in Thüringen jeden Tag erleben, wie sie unter Bürokratie wirklich ächzen und wie Bürokratie... Ich verstehe nur nicht, wie Ihre Idee die Bürokratie kleiner machen soll. Also, das sind zwei verschiedene Schuhe und das ist mir wichtig. Wir erleben, dass Menschen, die eine Baugenehmigung abgeben wollen, wahnsinnig hohe Hürden haben. Wir erleben, dass Menschen, die einen Antrag stellen, wahnsinnig hohe Hürden haben. Wir erleben, dass Lehrerinnen und Lehrer, dazu kommen wir sicherlich noch, unter einem wahnsinnigen Bürokratieaufwand ächzen. Das sind die Punkte, an die müssen wir ganz konkret rangehen. Keine Frage. Dass sie genau an der Stelle Bürokratie befürchten, wo Bürger selbst wirksam werden, wo sie selbst politisch ins Getriebe greifen können, das finde ich an der Stelle ein bisschen verwirrend. Ich würde da gerne eingehen. Herr Stengele, kann ich ganz kurz, weil Thomas Kemmerich die ganze Zeit schon gezuckt hat. Nur ganz kurz. Sie wollen 300 Regeln abschaffen. Das habe ich mal gesagt und wir beschreiben immer wieder nur den Zustand. Wir müssen mal ganz konkret sagen, wie können wir den Zustand ändern. Und deshalb sage ich, wir brauchen kein Bürokratieentlastungsgesetz, wir müssen einfach streichen. Bürokratie ist zum Beispiel Prüfungen. Anlasslos passieren, die doppelt und dreifach, nicht digital. Da kann ich viel Bürokratie wegnehmen. Wenn ich mit Unternehmern rede, Samstagnachmittag kommen, wir gehen mal Fußball schauen, sagen die mir, ich fülle Zettel aus, suche manchmal noch ein Faxgerät, um es wegzufaxen. Wir müssen den ganzen Organisationsgrad nochmal auf den Kopf stellen, wirklich denken, was geht digital und wie geht es dann digital. Was wir heute haben, sind digitale Prozesse, die sich daran erschöpfen, dass man eine PDF online abrufen kann, dann ausdruckt, wieder einscannt oder am besten noch persönlich im Amt vorbei. Ja, das ist eine Ist-Stand-Beschreibung. Ich glaube, das erleben wir alle. Die Frage ist ja, wie schaffen wir es ab, Herr Stengel? Ich wollte jetzt einfach auf diesen Vorschlag von Frau Wolf einmal eingehen. Der wirkt im ersten Moment charmant, der hat aber einen grundsätzlichen Denkfehler, weil die Bürger kommen zu spät. Halt nicht bearbeitet werden in den 8 Wochen, die sind dann genehmigt oder gelten als genehmigt. Ich stelle mir das so vor, denk mal an einen Bauantrag. Das ist was, was viele Menschen, wenn überhaupt, einmal in ihrem Leben machen. Mit viel Angst und Sorge auch, Kredit etc. Die reichen dann so einen Antrag ein, hören 8 Wochen nichts und sollen dann wirklich anfangen zu bauen, Bagger kommen lassen?
Wir kennen das ja schon im Baurecht. Und das, was wir einführen wollen, ist, dass das, was wirklich Bürger, Vereine, Handwerker, Unternehmen uns Land auf Land absagen, egal wo man nach Thüringen hinkommt. Die sagen, Thüringen ist zu bürokratisch, zu viel Gängelung. Deswegen sind wir auch Letzter an der Standortqualität, Letzter bei der Digitalisierung, aber sehr weit oben bei der Bürokratie. Wer hat denn bis 2014 durchgängig in Thüringen regiert? Das war die CDU. Also alles, was er hier erzählt, müsst ihr immer vor diesem Hintergrund betrachten. Warum ist es nicht schon längst umgesetzt worden, was er hier fordert? Und das, was wir wollen als CDU, ist zu sagen, wenn du einen Antrag stellst als Bürger, als Verein, als Unternehmen und nach 8 Wochen ist dieser Antrag nicht bewilligt, dann gilt er als bewilligt. Das kennen wir im Baurecht schon. Aber es wird nicht umgesetzt, weil im Baurecht ist es dann so, ach, jetzt ist der Antrag nicht vollständig, dann muss der verlängert werden und verlängert. Und das führt in Thüringen dazu, dass viele zum Beispiel keine schnellen Entscheidungen haben. Hochbauten in Thüringen dauern mittlerweile fast 60 Monate. Und ich gebe Ihnen ein zweites Beispiel. Mhm. Thüringen ist das Bundesland, wo wir bei der Vergabe der Steueridentifikationsnummer in Deutschland am längsten brauchen. Über 3 Monate. Das heißt, wenn ein Unternehmen sich gründen will in Thüringen, dann braucht es teilweise 3 Monate, bis es die Nummer bekommt, um überhaupt loslegen zu können. Und dann dürfte es uns nicht wundern, dass wir das einzige Land in Deutschland sind, wo es mehr Unternehmensaufgaben gibt als Neugründungen. Ja, und das ist das Problem. Trotzdem lese ich in Ihrem Wahlprogramm, wo dies möglich ist, wollen wir darauf hinwirken, dass es eine solche Garantie gibt. Können Sie den Bürgern also versprechen, es ist wirklich eine Garantie oder eher ein Schweizer Käse? Nein, im Gegenteil. Aber ich finde, Redlichkeit in der Politik bedeutet auch, zu sagen, wenn europäische Richtlinien oder eben Bundesgesetz dagegen steht, dann kann man nicht so tun, als ob man den Leuten da Sand in die Augen reibt. Und vor der Wahl etwas anderes zu sagen und hinterher was anderes zu machen, das darf nicht sein. Die 8 Wochen Genehmigungsgarantie ist eine Riesenchance. Unser Entbürokratisierungsprogramm ist übrigens noch schneller, weil das Hauptproblem, was mir viele sagen, sind die Dokumentations-, Statistik- und Meldepflichten. Ein durchschnittlicher Handwerksunternehmen in Thüringen braucht ungefähr 10 bis 14 Stunden in der Woche, um diese Meldepflichten abzugeben. Und das kostet die, kriegen sie nicht bezahlt. Was wir schaffen wollen, ist einen Meldetag, wo all die Informationen gebündelt werden, machen andere europäische Länder uns vor. Und dann, egal welche Behörde die Informationen haben will, ob Landesamt für Statistik, Finanzamt oder anderes, die müssen sich von der Plattform holen. Ja. Dadurch entlasten wir Unternehmen konkret. Herr Vogt, jetzt eine Antwort muss ja weniger Meldungen sein. Ja. Wenn sie nur komprimiert wird und gleich viel bleiben, müssen es einfach weniger sein. Genau. Weniger. Aber ich frage mich jetzt trotzdem, also die Zuschauerinnen und Zuschauer, die lesen das im Wahlprogramm, weil sie gerade von Sand in die Augen reiben gesprochen haben und immer noch nicht auf die Frage geantwortet haben, würde ich wirklich gern wissen, ob Sie mal ein Beispiel haben. Also ich sag mal so. Ich habe Ihnen doch gerade schon 2 genannt. Ich frage mich jetzt bei einem ganz praktischen Antrag. Bau ist jetzt auch keine Bagatelle. Ich kann nicht einfach loslegen zu bauen, es hängen viele Ämter dran. Was kann ich denn als Bürger aus Ihrer Sicht aus dem Alltag raus beantragen, was nach 8 Wochen dann auch realistisch einfach genehmigt ist? Ja klar. Carport zum Beispiel, Dachgeschossausbauten, kann man alles ganz normal machen. Und das zählt dazu. Das ist doch genau das Thema. Das Thema ist, wir haben momentan im Baugesetzbuch schon die 8-Wochen-Regel, aber sie wird nicht umgesetzt, weil quasi Nachmeldepflichten immer wieder dazu führen, dass die Frist verlängert wird. Erfahren viele Thüringerinnen und Thüringer. Ich habe auf meinem Schreibtisch gerade, bei mir in meinem Wahlkreisbüro, 21 Vorgänge, die sich nur mit dem Baurecht beschäftigen. Und die könnten alle allein dadurch gelöst werden. Eine Bemerkung will ich wenigstens dazu machen, damit wir bei Redlichkeit bleiben. Diese Behörden, von denen wir reden, sind keine Landesbehörden. Es sind alles Behörden der Landkreise oder der kreisfreien Städte, für die Herr Vogt vorhin gesagt hat, überall, wo die CDU regiert, ist das alles kein Problem. Also offenkundig kritisiert Herr Vogt im Moment gerade seine eigenen Landräte und Oberbürgermeister, falls ich darauf hinweisen darf. Ja, Herr Ramelow, Sie haben an dem Punkt, für sich, glaube ich, etwas eingestanden. Wenn Sie dieses Land gestalten und verändern wollen, müssen Sie in einem guten Miteinander sein. Und zwar mit den Landräten und mit den Oberbürgermeistern. Und der große Vorteil. Nee. Da stellt sich dann auch die Frage, okay, ich war da jetzt tatsächlich nicht so tief drin, war das jetzt ein guter Punkt von Ramelow, warum ist es nicht umgesetzt? Also wenn Vogt hier Sachen fordert, die er in CDU-Landkreis, also die CDU in den von ihr kontrollierten Landkreisen umsetzen könnte, wieso hat sie es nicht schon umgesetzt? Nach der Kommunalwahl ist, dass die CDU in vielen kreisfreien Städten und in vielen Sie blockieren absichtlich, das ist eine Unterstellung. Sie müssen da jetzt nicht nervös werden, Herr Ramelow. Das ist keine Unterstellung. Also ich mag den Ramelow ja eigentlich nicht, aber hier hat er tatsächlich mal wirklich einen guten Punkt gemacht.
Ich höre Ihnen nur aufmerksam zu und Sie sagen, nein, Sie wollen redlich sein. Und Redlichkeit ist, dass es kommunale Behörden wir sind. Wir nehmen Gesetze, die die Kommunen und die Landkreise stören und machen sie einfacher. Okay. Und das ist unser Ziel. Bilateral können wir das vielleicht dann nach der Sendung noch mal weiterklären. Ich würde ganz gerne den nächsten Schritt machen an der Stelle. Und das ist tatsächlich ein interessantes Thema. Sie zu Hause merken schon, dass es unglaublich explosiv ist und dass wir gar nicht in der Lage sind, heute alles, was in diesen Wahlprogrammen steht und an Versprechen gemacht wird, aufzulösen. Deswegen empfehle ich Ihnen an der Stelle nochmal mdr.de/Wahl. Da haben wir als Mitteldeutscher Rundfunk für Sie alle Wahlprogramme nochmal komprimiert zusammengestellt. Dazu gibt es auch einen Faktencheck und Sie können sich dort selber nochmal auch in aller Tiefe ein Bild machen. Ich möchte Sie gerne einladen, das zu nutzen. Ich möchte an der Stelle exemplarisch auf einen wichtigen Industriezweig in Thüringen schauen. Wir alle möchten das, weil das natürlich extrem wichtig ist, diese Wirtschaft hier in Thüringen, die Automobilindustrie, immerhin Arbeitgeber für, ich glaube, mehr als 66.000 Menschen im Land. Also das ist natürlich eine Größenordnung. Gleich mehrere Zulieferer, das werden Sie mitbekommen haben, mussten in diesem Jahr Insolvenz anmelden oder Standortschließungen verkünden. Gerade aktuell am Anfang dieser Woche der Aluminium-Druckgusshersteller AE Group in Gerstungen. Das sind rund 650 Arbeitsplätze allein hier in Thüringen. Herr Mayer, das Wirtschaftsministerium ist in SPD-Hand. Ich würde mal raten, dass das mit den hohen Energiepreisen zusammenhängen wird. Also hohe Energiepreise oder schwächelnde Binnennachfrage, das sind die Probleme, die der Wirtschaft und auch der Autoindustrie gerade die größten Probleme machen. Also das sind aber auch Dinge, die man vor allem auf Bundesebene angehen könnte und nicht auf Landesebene. 88% der Thüringer Zulieferer, sagt der Lobbyverband Automotive, sind mit der Wirtschaftspolitik unzufrieden. Ich zitiere mal den Verbandspräsidenten Matthias Hasecke: Es brennt an vielen Stellen. Damit können Sie doch nicht zufrieden sein. Was muss investieren? Die ist aufgerufen, für stabile politische Verhältnisse für die Wirtschaft zu sorgen. Sie braucht es. Sie brauchen Plan. Sich zu präsentieren heute Abend, das gehört auch dazu. Sie sitzen mit an diesem Kabinettstisch. Mit unterstützt, weil wir im Gegenzug eben auch unterstützt worden sind mit der CATL-Anlieferung und Ansiedlung. Und ich darf darauf hinweisen, alle Chipfabriken der Welt kriegen die Schlüsseltechnik aus Thüringen. 300 Firmen in Thüringen sind Zulieferer. Das heißt, die gesamte Schlüsseltechnik von ASML in Eindhoven kommt aus Thüringen, kommt aus Jena, ist ein Thüringer Produkt und deswegen freue ich mich. Die Dividenden fließen danach trotzdem in den Westen, also nach Eindhoven, hat Ramelow gerade gesagt. Also selbst wenn die Dinge in Thüringen produziert werden, heißt das nicht, dass die Gewinne auch in Thüringen bleiben. Also das ist ja dieser Punkt, den Ramelow immer bringt. Seht her, was für tolle Unternehmen oder was für tolle Zulieferer wir hier in Thüringen haben. Ja, aber die Unternehmen, wo die großen Gewinne gemacht werden, die sitzen dann nicht in Thüringen. Die sitzen dann in Westdeutschland oder irgendwo anders in Westeuropa normalerweise. Aber ja, das heißt, du hast in Thüringen dann vielleicht gut bezahlte Arbeitsplätze, ja, aber der Großteil des Geldes, der fließt nicht nach Thüringen. Und die Unternehmen, die können ihre Produktionsstandorte jederzeit verlagern, wenn sie es wollen. Über die Entwicklung der beiden Nachbarbundesländer, weil wir wiederum daran partizipieren. Herr Kemmerich, und sehen Sie das als FDP auch? Frau Kettian, eine Bemerkung, die AE Group, mit der bin ich Stunde um Stunde persönlich im Gespräch gewesen. Katja Wolf weiß es, der Eigentümer ist tragisch gestorben. Danach ist sehr viel Verwerfung gewesen. Und ich habe mit den Erben bis zur letzten Minute darum gerungen, dass wir eine Anschlusslösung finden, dass die AE Group in sicheres Wasser kommt. Aber die Umstände, dass jetzt ein Teil der Produktion nicht mehr abgerufen wurde von den Automobilzulieferern, hat dieser Firma mitten im Umstellungsprozess in einer Tragik der Eigentümer tatsächlich noch mal einen zusätzlichen Schlag versetzt. Tragischer Einzelfall, wie es scheint, Herr Kemmerich, trotzdem. Wie ist Ihr Blick auf die Thüringer Wirtschaftspolitik Rot-Rot-Grün? Ja, die Fakten sprechen ja eine klare... Kemmerich, aber der Frage, lässt sich diese Lohnlücke schließen? Sie weichen der Frage aus. Ich wollte von Ihnen wissen, ob Sie mehr auf Mittelstand als auf Großanteil. Ich bin ja nicht ausgewichen. Ich sage nur, die Lücke wird so nicht geschlossen, weil es werden irgendwo anders Lücken gerissen. Weil der Mittelstand kann da nicht Schritt halten. Und dann... Ja... Okay. Wie gesagt, ich hatte ja gesagt, Kemmerich wird grundsätzlich unterbrochen. Ah, noch so ein Punkt zu dieser Lohnlücke zwischen Westen und Osten entstanden ist, das hängt mit der vollkommen falschen Politik nach der Wiedervereinigung zusammen. Oder das heißt vollkommen falschen Politik, einer Politik, die im Interesse der westdeutschen Industrie war, die Ostdeutschland aber komplett deindustrialisiert hat, die dazu geführt hat, dass viele Menschen aus Ostdeutschland abgewandert sind, dass die Wirtschaft dort bis heute nicht aufgeholt hat. Wenn man jetzt die Löhne in Ostdeutschland von heute auf morgen auf Westniveau anheben würde,
da hätte Kemmerich jetzt einen Punkt, wie gesagt, ich habe ihn ja größtenteils übersprungen, aber das ist ja ein Thema, was immer wieder aufkommt, dann wären die Unternehmen tatsächlich nicht mehr wettbewerbsfähig. Du kannst halt nur so viel, so hohe Löhne zahlen, wie deine Produktivität es hergibt. Und in Ostdeutschland gibt es die Produktivität leider nicht her. Das liegt jetzt nicht daran, dass die Menschen irgendwas falsch gemacht hätten. Das liegt daran, dass die Kohl-Regierung eben eine Wirtschaftspolitik gemacht hat, die Ostdeutschland komplett deindustrialisiert hat. Also dieser Schaden, der wird wahrscheinlich auch die nächsten Jahrzehnte nicht ausgleichbar sein. Das ginge durch eine strategische Industriepolitik, dass man große Industrien in Ostdeutschland ansiedelt. Aber dafür bräuchte man, wie gesagt, wirklich eine aktive staatliche Industriepolitik, die vor allem auf Bundesebene gemacht werden müsste. Und dazu fehlt in der Bundesregierung ja jedwede Bereitschaft. Da müsste man sich auch wahrscheinlich von der Schuldenbremse verabschieden. Da müsste man noch andere Tabus aufgeben. Also das hat Deutschland früher mal gemacht, dass man wirklich strategisch große Industrieunternehmen aufgebaut hat. Also man denke da an solche europäischen Kooperationen wie Airbus beispielsweise. Also ohne Airbus, die ja auf staatliche, ja nur durch, das ja nur durch Staatshilfen entstanden ist, gäbe es heute keine große europäische Flugzeugindustrie. Also solche Sachen müsste man wieder aufziehen, jetzt vielleicht im digitalen Bereich und dann in Ostdeutschland ansiedeln, dann könnte man das vielleicht schließen. Aber von heute auf morgen kann man diese Lohnlücke nicht schließen. Das geht leider nicht. Jetzt das Wort. Also, das kann herzlichen Dank. Ich gebe zu, dass ich bei der Frage, im Besonderen, wenn es um die Transformation der Automobilindustrie geht, wirklich emotional bin, weil das ist eine Region, für die ich über viele Jahre eine besondere und herausgehobene Verantwortung getragen habe. Es ist kein Einzelfall. Die AE-Group ist leider kein Einzelfall. Und das, was wir eben formuliert haben, nämlich dass die Transformation der Automobilindustrie mit dem Thema Verbrenner zusammenhängen wird, das stimmt so leider nicht. Wir haben eine ganze Reihe von Firmenschließungen in den letzten Jahren gehabt, gerade aktuell die Sitzproduktion in Eisenach, die eben nichts mit dem Verbrenner zu tun hat, sondern mit einer Situation, dass der Industriestandort Deutschland im Besonderen durch das Thema Energiepreise geschwächt ist und durch die Transformation, die insgesamt stattfindet, geschwächt ist. Und deswegen ist es mir wichtig, dass wir an dieser Stelle einen sehr klaren Aufriss machen, wie die aktuelle Situation ist. Uns fehlt die Innovationskraft in der Region. Und keine Region bundesweit ist so abhängig von der Automobilindustrie wie Westthüringen, wenn ich die Region bis Brotterode dazu rechne. Wir brauchen ein Atlas, der überhaupt erstmal aufnimmt, wo stehen wir, was sind die Produkte. Wir brauchen die Verbindung zu den Megatrends, das muss eine sehr klare Analyse sein. Und wir brauchen in dem Zusammenhang wirklich auch eine Innovationsinitiative. Wir haben, und ich bin sehr, sehr intensiv mit den Unternehmen im Gespräch, wir haben genau an diesem Punkt die Situation, dass es auf der einen Seite eine sehr intensive auch Grundlagenforschung in Thüringen gibt, von Fraunhofer-Instituten, guten technischen Universitäten, zum Beispiel in Ilmenau. Und dass es aber im Moment fast keine Verbindung zwischen der Zulieferindustrie gibt und auf der anderen Seite der Wissenschaft, die als Unterstützung dient. Also wir halten fest, Sie wollen die Wissenschaft und die Industrie stärker verknüpfen. Wir müssen sie verknüpfen. Da wollen wir jetzt. Ja. Und da muss man jede Menge Geld reinstecken. Ohne Geld funktioniert das nicht. Ohne Geld werden keine neuen Industriestrukturen aufgebaut. Ohne Geld kannst du nicht mehr Forschung an den Universitäten machen. Ohne Geld geht es nicht. Und da ist jetzt die Frage, würde so etwas in der Landesregierung mit der CDU möglich sein? Und da ist die einfache Antwort, nein. Die CDU wird nicht bereit sein, mehr Geld für Bildungspolitik auszugeben. Die CDU wird nicht zu einer strategischen Industriepolitik bereit sein. Die CDU wird zu keinen substanziellen Kompromissen weder in diesem Bereich noch in anderen Bereichen bereit sein. Also das ergibt sich für mich aus dem, was Katja Wolf hier erzählt, ziemlich deutlich. Also sie möchte einen grundlegenden Politikwechsel, aber das wird mit der CDU auf keinen Fall zu machen sein. Wir müssen miteinander tatsächlich eng und intensiv zusammenarbeiten und das muss auch unterstützt werden. Haben wir verstanden, Frau Wolf? Da wollen wir jetzt hingucken zum Thema Bildung. Bei allem Respekt. Die Frage, dass da nochmal ein Atlas oder sonst was erstellt werden muss, kann nicht unser Lösungsangebot sein. Das, was wir tatsächlich erleben, ist, dass wir massiv in die Entlastung unserer mittelständischen Unternehmen hinein müssen. Bei Energiekosten, bei Bürokratie. Bei Energiekosten, ein Bundesthema, wo die CDU sich dafür eingesetzt hat, dass noch weniger Gas aus Russland hierher kommt. Also gerade ist ja ein sehr guter Punkt mit den hohen Energiekosten. Aber wie könnte man dieses Problem relativ einfach lösen? Indem man diese Russland-Sanktionen beendet, indem man endlich wieder günstiges Erdgas aus Russland kauft, was aktuell noch verfügbar ist. Also wenn Russland erst die Produktionsleitung umgelegt hat, wenn alte Erdgasleistungen nach Westeuropa stillgelegt wurden, dann ist es zu spät. Aber aktuell ging es noch, Erdgasleitungen wieder in Betrieb zu nehmen, wieder Gas aus Russland zu kaufen. Aber das will die aktuelle Bundesregierung nicht und die CDU will das auch nicht.
Also Leute aus der CDU wie in Röttgen oder in Kiesewetter, die waren ja besonders aggressiv, als es um den Wirtschaftskrieg gegen Russland ging. Wenn wir auf die 2022 schon gehört hätten, dann hätten wir wahrscheinlich noch höhere Gaspreise erlebt. Dann hätten wir tatsächlich wahrscheinlich wirklich einen Gasnotstand gehabt im Winter 2022. Aber die Ampel war ja zum Glück nicht so verrückt wie die CDU-Hardliner. Also das ist gerade kein Punkt, mit dem die CDU für sich Werbung machen kann. Das ist eher ein Punkt, der noch mehr gegen die CDU spricht, den Mario Vogt hier anspricht. Ist auch bei den Fleißigen. Jeden Tag gehen 800.000 Menschen in Thüringen raus. Und deswegen wollen wir Überstunden steuerfrei stellen und tatsächlich auch den Meister kostenfrei. Weil wir eine Chancengleichheit auch schaffen müssen auf dem dualen Ausbildungsweg. Mhm. Und das sind die wirklichen Fragen, dass die Fleißigen in diesem Land wir das Gefühl haben, dass ihre Innovationskraft wertgeschöpft wird. Und das wird nicht vom Staat verordnet, sondern das sind die Unternehmen und das sind die Köpfe in den Unternehmen, die das leisten. Also zur Wirtschaft möchte ich aber auch gerne was sagen, weil ich dazu noch gar nicht zu Wort gekommen bin. Die Ursache für die Insolvenz der AE Group ist eindeutig die Energiewende bzw. der Kampf gegen den Verbrennermotor. Und da beißt die Maus keinen Faden ab. Und es ist völlig unverständlich, wie die etablierte Politik den Kampf gegen den Verbrennermotor freigegeben hat. Die AfD sagt Nein zu dieser Energiewende, weil ein Windrad, Herr Stengele, niemals das Rückgrat einer Energiewende sein kann. Ein Windrad ist weder grundlastfähig noch spitzenlastfähig. Funktioniert nicht. Die Energiepreise gehen durch die Decke. Das treibt die Unternehmen außer Landes. Und wie gesagt, der Kampf gegen den Verbrennermotor, leider auch geführt von der CDU. Nein, das stimmt doch gar nicht. Was hat denn ja, wir hatten ja eigentlich, also es war ja gar keine schlechte Idee damals von Schröder dann auf, also Atomkraft wollte man aus politischen Gründen nicht, dann auf Gaskraft als Übergangstechnologie zu setzen. Und das Problem ist jetzt, dass eben die Gaspreise explodiert sind. Also wenn die Gaspreise schön niedrig geblieben wären, hätte man damit tatsächlich konkurrenzfähig produzieren können. Also das Problem ist, dass man sich hier eine Übergangstechnologie rausgesucht hat, die man quasi erstmal für ein paar Jahrzehnte so festlegen wollte und da dann die Preise in die Höhe getrieben hat durch diesen Wirtschaftskrieg gegen Russland, aber auch vorher schon durch die Gasreform der EU-Kommission, wo Deutschland eigentlich auch schon hätte ein Veto einlegen müssen, was Deutschland aber nicht gemacht hat, da deutsche Interessen in der deutschen Politik wohl nicht so viel zählen, sondern man die Interessen irgendwelcher Finanzspekulanten vertreten wollte. Also ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Das war damals die Juncker-Kommission, die hat den Gashandel liberalisiert. Das heißt, sie hat einen Gashandel an die Börse gebracht, was dazu geführt hat, dass zahlreiche Finanzspekulanten, die vorher schon mit anderen Rohstoffen spekuliert hatten, jetzt auch mit Erdgas spekulieren. Das hat dann zu enormen Preisschüben auf dem Erdgasmarkt geführt. Das hat dann dazu geführt, dass der Preis enorm stark schwankt. Also das ist ja bei Finanzmärkten immer so. Die funktionieren eben nicht wie rationale Märkte, sondern die funktionieren so, dass Spekulanten da dann auf ein Asset gehen, auf einen Rohstoff gehen, dessen Preis hochtreiben und daran dann jede Menge Geld verdienen. Und das ist dann natürlich auch beim Erdgas passiert. Gerade die Wasser hat der Frau von der Leyen gerade gemacht. Ach, Sie haben gehört, bei der Wahrheit bleiben. Energiewende ist Ihr Baby und Kampf gegen Verbrenner und die CDU ist mit der AfD wird das auch im Europaparlament so, jetzt bevor wir wieder, der Zuschauer versteht gar nichts, wenn alle parallel reden. Wir müssen die Automobilzulieferindustrie schützen und deswegen brauchen wir wirklich eine 180-Grad-Wende in der Industrie. Also wir können mal ganz kurz einen Punkt machen, Herr Mayer, ich muss Sie ganz kurz unterbrechen, es tut mir wirklich leid. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, an der Stelle einmal ganz kurz, wir erleben heute wirklich die Sternstunde der politischen Kommunikation. Ich erinnere noch mal ganz kurz dran, wir sind gekommen von Großansiedlungen in Thüringen und sind jetzt auf Verbrenner aus im Bund. Also kurzum, die Fragen, die wir... Überhaupt nicht parteiisch, diese Moderation. Überhaupt nicht parteiisch. Also wirklich. Obwohl, jetzt habe ich aus Versehens... sorry. Gestellt haben, waren eigentlich andere. Nochmal der Hinweis, Sie kriegen die Antworten, mdr.de/Wahl, die Wahlprogramme komprimiert für Sie zusammen. Und wir schauen jetzt trotzdem auf die Bildung, weil das ein Thema ist, was mindestens genauso viel und genauso emotional in vielen Familien in Thüringen diskutiert wird. Eltern, Kinder, Großeltern, Lehrerinnen und Lehrer, eigentlich haben alle Frust, aber wir schauen mal erst auf die Zahlen, Daten, Fakten. Im aktuellen Schuljahr gibt es in Thüringen mehr als 260.000 Schülerinnen und Schüler. Die Zahl der Lehrerinnen und Lehrer ist leicht gestiegen auf rund 17.000. Trotzdem kämpfen viele Schulen im Freistaat seit Jahren mit Unterrichtsausfall und Lehrermangel. Zuletzt fiel im Schnitt etwa jede 10. Unterrichtsstunde aus. Und der Lehrerverband spricht von rund 2.000 fehlenden Lehrerinnen und Lehrern. Trotzdem muss sich das Thüringer Bildungssystem nicht verstecken. Denn im Bildungsmonitor belegt Thüringen seit vielen Jahren mit Sachsen und Bayern einen der vorderen Plätze. So, an der Stelle. In Thüringen sieht es nicht so schlecht aus wie in den ganzen anderen Bundesländern. Mensch.
ganz kurz die Bitte, Herr Ramelow, das Wasser ist alle. Wir sind gute Gastgeber. Wir besorgen Wasser. Vielleicht kann ganz kurz uns jemand Wasser bringen. Einer schreibt schon im Chat. Holen wir uns die fehlenden Lehrkräfte doch einfach aus dem Ausland. Ja, ja. Das wird das Problem lösen, aber auch hier. Also man kann doch an den Universitäten mehr Lehrkräfte ausbilden. Bildungspolitik ist Ländersache. Also das ist wirklich das Thema, über das man hier wahrscheinlich am ausführlichsten reden könnte. Aber da müsste man, wie gesagt, Geld in die Hand nehmen. Mehr Studienplätze kosten mehr Geld. Also es ist genauso wie mit den Medizinern. Man könnte mehr ausbilden, wenn man das wollte. Die Bewerber gäbe es, aber das würde Geld kosten. Das ist auch eine gute Zeit, nochmal direkt mit Ihnen weiterzumachen an der Stelle, Herr Ramelow. 10 Jahre Ministerpräsident, 10 Jahre Landesregierung, Rot-Rot-Grün. Wir haben in den letzten Wochen immer wieder Zahlen, da ist das Wasser gesehen, dass genauso viele Lehrer am Ende netto vor der Klasse stehen wie vor 10 Jahren. Nur, dass es jetzt eben viel mehr Schüler gibt. Sie haben das in den letzten Tagen auch immer kommuniziert und auch kommentiert. Ich würde trotzdem noch mal wissen wollen, was würden Sie denn künftig anders machen, was Sie nicht schon versucht haben? Wir sind ja gerade dabei, andere Wege neu auf den Weg zu bringen. Also das duale Studium an der Uni Erfurt ist mit 50 Plätzen gerade ausgeschrieben. 700 Bewerbungen waren da. Mittlerweile hat sich die Hochschule Nordhausen gemeldet, hat gesagt, wir können uns zutrauen, die MINT-Fächer beizustellen. Ich glaube, das ist der richtige Weg, auch da Kooperationen zu schließen. Aber tatsächlich, auch zu den Fakten gehört, 7.500 Lehrerinnen und Lehrer sind in meiner Amtszeit eingestellt worden. In den 10 Jahren davor waren es nur 2.500. Insoweit muss man zur Kenntnis nehmen, wir haben gleichzeitig aus dem Landesetat 600 Millionen Investitionen in Schule, Sanierung und Neubau investiert. Das ist die höchste Summe, die es jemals gegeben hat. Und trotzdem reicht es nicht. Wir haben das Problem, dass durch die Alterspyramide, die dort entstanden ist, über lange Zeit ein Abgang ist, dass wir gegen diese Alterspyramide eingestellt haben. Deswegen habe ich auch von Anfang an wieder verbannt. Moment mal, also das ist ja jetzt also sehr komische Argumentation. Also wenn man eine Demografie hat, die daraus besteht, dass man sehr wenige junge und sehr viele alte Leute hat, dann sollte es doch umso einfacher sein, genug Lehrer zu finden. Also wenn es wenige junge Leute gibt, dann hat man doch tendenziell mehr Leute im erwerbsfähigen Alter im Verhältnis zu den ganz jungen Leuten, die noch in die Schule gehen. Also hier ist das ja mit der Demografie genau andersrum als mit den Renten. Also es gibt am meisten Rentner, dann am zweitmeisten erwerbsfähige Leute und dann noch weniger Kinder. Also das ist ja eine Folge der niedrigen Geburtenrate. Also hier ist sorgt der demografische Wandel sogar dafür, dass man tendenziell weniger Lehrer bräuchte. Und trotzdem schafft es Thüringen ähnlich wie die meisten anderen Bundesländer nicht, hier ausreichend Lehrer anzustellen. Ihr habt zwar in der Statistik gesehen, Thüringen scheint noch verhältnismäßig gut dazustehen. Aber ja, das... Also die Argumentation macht an der Stelle keinen Sinn, obwohl ich zugeben muss, Ramelow hat hier durchaus ein paar Punkte gemacht. Und die Wirkung hat einfach geholfen, dass damit junge Leute gewonnen worden sind. Und trotzdem fehlen tausende Menschen, die wir sofort einstellen könnten, falls also Zuhörerinnen und Zuschauer... Schreibt gerade einer, hat keinen Bock, bei den derzeitigen Zuständen Lehrer zu sein. Auch ich glaube, in Thüringen ist es ganz schön. Also ich bin ja selbst auf eine Schule im ländlichen Raum gegangen, das... Da geht es eigentlich noch von den Zuständen her. Also diese Zustände, die du hier wahrscheinlich meinst, die herrschen ja vor allem in den größeren Städten. Also das ist ja ein extremes Gefälle. Also auf dem Land hast du die Probleme nicht. Zuschauer jetzt Interesse haben, wir können jeden einstellen, die Stellen sind da. Das war der kurze Werbeblock, Herr Stengele. Die Hälfte derer, die anfangen zu studieren, vielleicht sich jetzt bewerben auf diesen Aufruf, die bricht das Studium ab. Welche Ideen haben die Grünen, um das zu verhindern? Also und wir jetzt unterbreche, morgen wieder ein E-Mail. Wie man verhindern könnte, dass Leute das Studium abbrechen, auf Bundesebene relativ leicht, großzügigere Regelungen beim BAföG und ja. Was tut man gegen die hohen Abbrecherquoten? Das ist eine gute Frage. Also da kann ich jetzt detailliert auch nichts zu sagen. Aber wie gesagt, wir wollten den Grünen ja eh unterbrechen. Wir wollten ihn ja eh überspringen. Das mache ich jetzt auch konsequenter. Des Lehreramts stärken, damit nicht so viele abbrechen. Was ist die Antwort der AfD? Ich muss schmunzeln. Ich bin ja selbst 15 Jahre Lehrer gewesen. Und ich kann mich gut an einen Spiegelartikel zum Ende der 90er Jahre erinnern mit der Überschrift Horrorjob Lehrer. Es ist nicht besser geworden. Lehrerberuf ist extrem unattraktiv geworden, weil die Schule von der etablierten Politik zur Reparaturanstalt einer Krankengesellschaft geworden ist. Die Schulen werden überlastet mit Integrationsaufgaben, mit Inklusionsaufgaben, mit Bürokratie,
mit Ideologieaufgaben etc. pp. Das bedeutet das Ende des Schulfriedens, das Ende der Bildungskontinuität und das bedeutet auch, dass der einzelne Lehrer sich nicht mehr auf den Unterricht konzentrieren kann. Warum lachen Sie denn da, Herr Sänger? Das kann ich Ihnen sagen, Herr Sänger, weil ich weiß, dass ich, wenn ich Sie jetzt unterbreche, morgen wieder ein E-Mail habe, da wird drinstehen, Sie unterbrechen immer, Herr. Ja, die Moderatoren unterbrechen die ganze Zeit Katja Wolf und Björn Höck. Und da das Leute, die wagen es dann, sich bei den geheiligten Öffentlich-Rechtlichen zu beschweren darüber, dass die Moderation nicht neutral war. Die Leute nur dazu. Ich meine, was glauben die, wer sie sind? Also denken die etwa, die würden den ganzen Laden hier mit ihren Gebührengeldern bezahlen? Obwohl, genau, das machen die Leute. Deswegen sind sie auch so wütend, wenn die Moderation so dermaßen einseitig ist, wie wir das hier gerade sehen. Höcke, aber Herr Höcke wird auf keinen Fall auf eine Frage antworten. Die Frage war, was Sie anders machen würden. Ja, bei Vogt hat es ihn auch nicht gestört, wenn der auf keine Frage geantwortet hat. Okay, Ramelow tatsächlich, am Anfang ist er auch sehr allgemein gewesen, hat dort viel mit seinen Vietnamesen erzählt, mit diesem einen Programm, was er da total toll fand. Es war jetzt auch nicht, waren jetzt auch keine guten Antworten auf die Fragen. In letzter Zeit ist Ramelow doch inhaltlicher geworden, hat besser auf die Fragen geantwortet, das muss ich schon sagen. Aber Vogt und Ramelow wurden nicht annähernd so häufig unterbrochen wie Wolf und Höcke. Also dass hier eine politische, dass hier ein klarer politischer Bias der Moderation pro Vogt, pro Ramelow zu sehen ist, das ist doch relativ klar. Und dann quasi Anti-Wolf und Anti-Höcke. Und da beschweren sich die ganzen BSW- und AfD-Unterstützer dann natürlich, dass die Moderation nicht neutral war. Und deswegen, also meine Meinung ist ja, dass dieser öffentlich-rechtliche Rundfunk nicht mehr reformierbar ist. Dieser Apparat hier, den sollte man meiner Meinung nach am besten abschaffen und dann irgendwie komplett neu aufbauen. Also diesen bisherigen MDR auflösen und dann irgendwas Neues aufbauen, was irgendwie neutraler und parteipolitisch weniger beeinflusst wäre. Also das wäre vermutlich am effektivsten. Also solche Leute hier, die dürften dann nicht mehr moderieren. Damit Menschen ihr Lehramtsstudium nicht abbrechen. Es geht nicht darum zu... Ihre Kollegin hat differenzierter gefragt. Das war genau die Frage. Nein, es geht darum, warum sind unsere Schulen so unattraktiv? Und vielleicht haben die jungen Kollegen, die im Studium sind, ein Praktikum absolviert und haben gesehen, wie schwierig der Job Lehrer ist. Wie herausfordernd der Berufsalltag eines Lehrers ist. Dann sagen Sie uns doch, wie Sie es besser machen wollen. Entbürokratisieren, entideologisieren und auch hier wieder den Punkt, die Migration ist die Mutter aller Krisen, die Belastung unserer Bildungseinrichtungen durch Migration ist enorm. Die Schulleistungsteste in den letzten Jahren, Jahrzehnten waren ein einziges Desaster vom Land. Der Dichter und Denker ist nicht mehr viel übrig. Das hat auch etwas damit zu tun, dass wir mittlerweile Schulen haben, wo es keine einheitliche Unterrichtssprache mehr gibt. Also was ich damit sagen will, alles hängt mit allem zusammen. Wenn Sie gute Schulen haben... Ja. Und wie gesagt, da ist ein Problem natürlich die hohe Zuwanderung. Und das könnte man auf Landesebene sicherlich durch eine Kindergartenpflicht für alle Kinder, die nicht vernünftig Deutsch sprechen, doch ganz schön abmildern. Das wäre ja ein Vorschlag, den man dann umsetzen könnte. Wollen, müssen sie eine gesunde Gesellschaft haben. Das ist grundsätzlich gedacht und grundsätzlich ausgeführt. Mit Verlaub, nochmal, Symptompolitik ist meine Sache nicht. Natürlich wollen wir eine pädagogische Hochschule etablieren. Ich frage mich, welche Politik hier ist. Die nochmal, immer noch keine natürlich Lösung. Wollen wir eine pädagogische Hochschule implementieren hier in Thüringen. Natürlich wollen wir Seiteneinsteiger professionalisieren. Steht alles in unserem Landtagswahlprogramm. Aber wir müssen doch mal wegkommen von der symptompolitischen Ebene und an die Ursachen gehen, sehr geehrte Damen und Herren. Also das ist doch genau das, was die Leute auch hören wollen. Herr Höcke, so schlecht kann die... Also mit Verlaub. So schlecht kann die Schule in Thüringen ja gar nicht sein, weil man bei PISA... In anderen Bundesländern läuft es noch schlechter, also... in meinem Chat fragt gerade einer was. Nein, dürfen Sie nicht. Falls ich das sehen sollte, werde ich die Leute entmodden. Da ziemlich weit vorne ist in Thüringen. 20% der Grundschüler in Klasse 4 können nicht mehr richtig lesen und rechnen. 30% können nicht mehr rechtschreiben. So schlecht ist die Schule in Thüringen nicht mehr. Ich bitte Sie, wir sind im freien Fall. Wir verlieren gerade unsere Bildungsfähigkeit, damit unsere Innovationsfähigkeit und damit unsere Konkurrenzfähigkeit auf dem Weltmarkt. Worüber reden wir eigentlich? Der Bildungsmonitor sagt da ganz genau, dass Thüringen ziemlich weit vorne ist. Auch das könnte ein Thema für unseren Faktencheck sein. Wir müssen den Lehrer stärken. Wir müssen alles tun, damit der Lehrer sich wieder auf den Unterricht konzentrieren kann, damit er wieder Freude an seinem Beruf entwickeln kann. Das ist Ziel und das muss man erreichen mit ganz vielen Maßnahmen, die in unserem Landtagswahlprogramm beschrieben sind. Punkt verstanden, Herr Mayer. Es gibt ja einen Lösungsvorschlag von Rot-Rot-Grün. Im Oktober startet, Herr Ramelow hat es schon angesprochen, die duale Ausbildung für Lehrerinnen und Lehrer. Da kann man ab dem dritten Semester dann selber vor der Klasse stehen, kriegt auch 1.400 € dafür. Und es gibt sehr viele Bewerbungen auf diese neue Möglichkeit, aber Sie haben nur 50 Plätze. Hätten Sie da mutiger sein müssen als Koalition?
Wissen Sie, das ist jetzt ein Versuch, ein Modell gewesen und das funktioniert und jetzt wird es skaliert, jetzt wird es groß gemacht. Also Herr Höcke hat eben alle Lehrerinnen und Lehrer beleidigt, indem er gesagt hat, die kommen mit 8% Migrationsanteil nicht mehr klar, sie kommen mit der Inklusion nicht mehr klar. 60%, Herr Mayer. Er disqualifiziert diesen Beruf, macht den kleinen, sie machen sich einen Traum, dieser Mann redet die ganze Zeit. Haben wir den im Vorlauf feststeht, wie viele Kinder in so einer Klasse sitzen. Es gibt pädagogisch ausgebildet. Sie sagen, es ist ganz einfach. Wir reden momentan darüber, dass in Thüringen jede zehnte Stunde ausfällt, genau. Herr Stengele. Das ist das bestreite ich ja nicht. Sie auch ausreden lassen, Sie können mich gerne auch ausreden lassen. Wenn Sie sich anschauen, im letzten Jahr, und ich meine, Sie regieren hier 10 Jahre, ja, im letzten Jahr wurden in Thüringen 51.000 Noten nicht auf dem Zeugnis gegeben, weil Unterricht ausgefallen ist. Ich bin Vater von 2 schulpflichtigen Kindern. Ich war vor den Ferien war ich erst im Elternabend gewesen, habe mir das genau erklären lassen. So, und was erlebe ich? Die Lehrer leisten Übermenschliches. Die versuchen, diesen Notstand auszugleichen. Aber die fühlen sich alleine gelassen. Und das, was sie sehen müssen, ist doch bitte schön, dass es hier um Zukunftschancen geht. Bildung ist Zukunftschance. So. Jeden Tag, an jeder Schule, überall in Thüringen. Und deswegen braucht es nicht einfach Symptomdebatten, sondern es muss darum gehen, dass es konkrete Vorschläge gibt. Punkt Nummer 1. Es muss eine Übernahmegarantie für Lehrer geben, die in Thüringen ihre Ausbildung machen. Weil momentan gehen die nämlich weg, weil die früher ein Angebot bekommen, entweder nach Sachsen-Anhalt, nach Sachsen, nach Hessen, alles, was uns umgibt. Da müssen wir schneller werden. Thema Nummer 2, Lese-Rechtschreibekompetenz. Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr. Deswegen müssen wir natürlich auch, bevor die Kinder die Grundschule verlassen, da waren wir mal richtig gut in Thüringen, sind wir mittlerweile unten, rote Laterne im unteren Drittel, dass wir dort hergehen und sagen, Lesen- und Rechtschreiben-Garantie, bevor sie die Grundschule verlassen. Das Dritte ist ganz simpel, Fuchs, dass wir auch Noten wieder ab der zweiten Klasse machen. Auch und das vierte, das sind jetzt 2 Minuten gewesen. Vierter Punkt ist, dass wir den Hort freistellen, kostenfrei, damit eines auch gilt, dass wir auch dort Bildungsgerechtigkeit schaffen. Herr Vogt, ich würde Sie jetzt wirklich bitten, dass, weil, am Ende, es ist Wahlprogramm, die Frage war eine ganz andere, nochmal die Chance auf das komplette Wahlprogramm. Die Frage war, ob es okay ist, jetzt Lehrer einzustellen, die vielleicht in ein paar Jahren nicht mehr gebraucht werden. Das nochmal zur Erinnerung. Mit Blick auf die Uhr und eine Frage, die die Menschen im Land extrem umtreibt, würde ich ganz gerne noch einen Themenblock aufmachen. Was ist das für eine blöde Frage auch? Also, wenn man Lehrer einstellt, die in ein paar Jahren nicht, was heißt nicht mehr gebraucht werden, dann hat man halt ein paar mehr Lehrer, das heißt, dann fallen weniger Stunden aus, dann kann man immer alle Stunden mit einem Lehrer besetzen. Das ist doch so. Gerade in solchen Bereichen wie Bildungssystem ist es doch wünschenswert, dass man eine gewisse Überversorgung hat. Also was ist das denn für ein absurder Effizienzgedanke, der letztlich dazu führt, dass in bestimmten Klassenstufen kein vernünftiger Unterricht mehr zustande kommt, weil ein Lehrer mal komplett ausfällt und man dann keinen Vertretungslehrer hat? Also das passiert ja in deutschen Schulen. Der natürlich für Sie zu Hause interessant ist und der in diesen Tagen Land auf Land ab schon diskutiert wird. Wer mit wem, wie geht es weiter nach dieser Landtagswahl? Natürlich wird es, wenn es um die Koalitionsfrage geht, heute Abend nicht die eine Antwort geben. Aber wir wollen natürlich mindestens mal wissen, wie die Stimmungslage aktuell ist. Denn in einem, und das ist eine große Mehrheit, sind sich die Thüringerinnen und Thüringer doch einig, 80% teilen die Sorge, dass es auch nach dieser Landtagswahl wieder keine klaren Mehrheitsverhältnisse gibt. Wird es nicht geben. Also, das ist ziemlich eindeutig. Und was heißt Sorge? Das ist doch nichts Schlimmes. Also eine Minderheitsregierung ist ja kein Weltuntergang. Gibt es Teilen auch viele Unternehmerinnen und Unternehmer, die sich auch mehr Stabilität wünschen? Herr Höcke, wir fangen mal mit Ihnen an. Alle hier anwesenden Parteien haben kategorisch ausgeschlossen, eine Koalition mit Ihnen einzugehen. Sie plakatieren aber groß Ministerpräsident. Wie wollen Sie konkret vorgehen? Also das ist doch jetzt wirklich eine alberne Frage. Wenn die AfD die deutlich stärkste Kraft wird und danach, so sieht es in allen Umfragen aus, dass es dazu kommen wird, dann kann Höcke eine Minderheitsregierung anführen. Wenn sich die anderen Parteien nicht auf eine Koalition einigen, wie gesagt, ich halte eine Koalition zwischen BSW und CDU für so gut wie ausgeschlossen, da die CDU niemals zu substanziellen inhaltlichen Zugeständnissen bereit sein wird, weder bei einer Reform des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, noch bei einer Abschaffung des Verfassungsschutzes, noch bei einer anderen Wirtschaftspolitik, noch bei einer anderen Bildungspolitik. Also hatten wir ja vorhin alles durchexerziert. Noch bei der Friedensfrage, also die CDU, die wird garantiert nicht die Außenpolitik der Bundesregierung torpedieren oder die Stationierung irgendwelcher amerikanischen Raketensysteme ablehnen. Also das wird die CDU auf keinen Fall machen. Also die CDU wird nirgendwo zu großartigen Kompromissen bereit sein. Also ist eine Koalition mit der CDU de facto ausgeschlossen. Die CDU hat einen Unvereinbarkeitsbeschluss mit der Linken. Es ist einfache Mathematik.
einfach, also wenn man sich die inhaltlichen Differenzen anschaut und da die logischen Schlussfolgerungen draus zieht, dann kann man eins zu eins zusammenzählen, um zu der Prognose zu kommen. Höcke wird wahrscheinlich der nächste Ministerpräsident von Thüringen sein. Das ist jetzt was, was man schlecht finden kann, wenn man Höcke politisch nicht mag, aber das ist was, womit es dann umzugehen gilt. Man muss sicherlich als Spitzenkandidat der mit Abstand stärksten Kraft den Anspruch haben, ein Land auch zu leiten. Und ich denke, weil wir in den letzten Monaten oft oder relativ häufig das Brandmauergerede gehört haben, wer Brandmauern errichtet in einer parlamentarischen Demokratie, kann kein Demokrat sein. Es ist einfach so, dass es nicht angeht, dauerhaft einfach nur nach mathematischen Mehrheiten zu schauen und ideologische, inhaltliche, politische Unterschiede beiseite zu wischen, nur um die stärkste Kraft zu verhindern. Damit versündigt man sich am Fundament, am Wertefundament, auf dem die parlamentarische Demokratie ruht. Irgendwann ist diese Kraft dann so groß, dass es ohne sie nicht mehr geht. Und so lange kann es darf nicht sein, dass der Wähler in zwei Kategorien eingeteilt wird, ein guter Wähler und ein schlechter Wähler. Nein, die Wähler in einer parlamentarischen Demokratie sind alle gleich und gleich wertvoll. Und deswegen habe ich den Anspruch, selbstverständlich, wenn ich denn, jetzt müssen wir erst mit dem 1. September abwarten, erst ja noch Kaffeesatzleserei, wenn wir mit deutlichem Abstand als stärkste Kraft über die Ziellinie gehen, dann will ich natürlich auch regieren, klar. Und das ist dann auch der Wählerwille und den sollte man dann auch berücksichtigen. Ja, es ist eine parlamentarische Mehrheit. Ne? Es geht nicht nur um die stärkste Fraktion, es geht auch um die Mehrheit der Sitze in so einem Parlament und es ist die Frage, wie sich das dann gestalten wird. Frau Wolf, ich will mal ganz kurz auch mit Ihnen natürlich über dieses Thema sprechen. Einerseits fällt auf, dass auffällig oft Sarah Wagenknecht in Thüringen plakatiert wird, obwohl die hier gar nicht zur Wahl steht. Auf der anderen Seite stelle ich auch fest, dass es da eindeutige, Wortmeldung aus Berlin auch gibt. Sie beide betonen unisono, dass das BSW... Eine Partei, die sich Bündnis Sarah Wagenknecht nennt und die sich das alte Programm, was die SPD früher mal hatte, was die Linkspartei auch vor 10, 15 Jahren noch hatte und was durch Sarah Wagenknecht ja als Person, repräsentiert wird, die repräsentiert einfach so Sarah Wagenknecht. Wie kann sie es wagen? Auf allen Ebenen auch Anträgen der AfD zustimmen will, wenn es inhaltlich okay ist, wenn das richtig ist. Ich will das mal auf Thüringen übertragen. Werden Sie mit dem BSW, so Sie in die Gelegenheit kommen, auch Gesetzesvorschläge der AfD mit durchstimmen? Also eine Situation, die es so noch nicht gegeben hat. Also schön, dass er eine Frage stellt, wo er die Antwort vorher schon kennt. Also die Frage stellt er jetzt hier einfach nur, um eine Nähe zwischen BSW und AfD zu suggerieren. Das ist relativ klar. Wie gesagt, die Parteilinie des BSW ist klar. Keine Koalition mit der AfD, keine Koalition mit den Grünen. Aber wenn vernünftige Anträge kommen, dann stimmen wir denen zu. Das ist eine sehr vernünftige Linie. Ich weiß schon, warum sich da alle aufregen. Da kann man gut Stimmung mitmachen gegen das BSW. Von Seiten der AfD wird das BSW dann als altparteinah dargestellt, von Seiten der Altparteien und des öffentlich-rechtlichen Rundfunks wird das BSW dann als AfD-nah dargestellt. Beides ziemlicher Unsinn. Sie haben eben gerade genannt die Sternstunde der politischen Kommunikation. Ich war die Einzige, die zum Zukunftsthema Bildung gar nichts sagen durfte und deswegen erlauben Sie mir einen Satz dazu. Einen Satz bitte, Frau Wolf. Das Thema Bildung hängt Stimmt, da hat sie recht. Also das ist ja noch besser. Oh Gott. Zuerst wird sie bei den anderen Themen, wo man auf Landesebene wenig machen kann, die ganze Zeit unterbrochen. Und dann darf sie zur Bildung nicht mal was sagen. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Maßgeblich daran, dass wir schaffen, den Druck, den das System hat, nicht mehr auf die Lehrer niederzudrücken. Wir müssen ganz, ganz schnell schaffen, dass es zu einer Entbürokratisierung kommt, die relativ einfach ist, dass mit unterschiedlichen Fachverfahren unendlich Zeit drauf geht, dass eine Planungssoftware und eine Statistiksoftware auseinanderfallen und ich zweimal dieselben Zahlen in den Rechner am Abend eingeben muss und am Ende 130 Stunden im Jahr mindestens von Lehrern angegeben werden für Bürokratieaufgaben, das kann nicht gut gehen. Okay, das war der Satz. Ich würde vorschlagen, es wird natürlich Wählerinnen und Wähler geben, die mehr dazu wissen wollen. Sie sind gleich noch im Chat bei uns und dann sehr gern auch noch mehr zum Thema Bildung. Jetzt noch mal konkret meine Frage. Die AfD schlägt Gesetze vor, das hat es auch in der vergangenen Wahlperiode gegeben. Es hat nie eine Mehrheit für diese Gesetzesvorschläge gegeben. Sie und Frau Wagenknecht haben sich so deutlich geäußert, wenn das... Stimmt nicht. Also die CDU hat doch mit AfD und FDP zusammen eine Senkung der Grunderwerbssteuer beschlossen.
Also natürlich hat es dann, obwohl der Vorschlag kam von der CDU, dann hat die AfD zugestimmt, aber es ist letztlich auch egal, ob die CDU oder die AfD einen Antrag stellen. Also man hat mit der AfD zusammen eine Mehrheit gebildet. Also dann ist es ja relativ egal, wer den Antrag jetzt schreibt. Anträge sind, die Sie inhaltlich stützen. Können Sie sich vorstellen, das mit abzustimmen? Ich frage Sie jetzt konkret, wird es diesen Fall mit Ihnen im Landtag geben, dass AfD-Gesetzesinitiativen zu gültigen Gesetzen werden? Ich halte die Stärke der AfD in Thüringen tatsächlich für ein Kernproblem in diesem Land. A, für das Image und B, für die politische Kultur. Das habe ich verstanden, aber meine Frage ist... Deswegen ist die Frage, die für mich im Kern, im Kern steht... Wie ist der richtige politische Umgang? Und ich glaube, dass wir uns inhaltlich mit der AfD auseinandersetzen müssen. Und ich glaube, dass es notwendig ist, an dieser Stelle diese sehr durch Scheuklappen geprägte Art und Weise miteinander umzugehen, tatsächlich nicht mehr zeitgemäß ist und wir den an der Stelle einen nicht normalen Umgang, um Gottes Willen, aber einen inhaltlichen Umgang. Aber ich interpretiere das als ja. Das heißt, es kann durchaus passieren, die AfD bringt Gesetze. Ja, es war eine sehr... Ja, politikermäßige Art und Weise, ja zu sagen. Ja, das BSW wird vernünftigen AfD-Anträgen zustimmen, was auch völlig richtig ist. Also nur weil die AfD sagt, 2 plus 2 ist 4, müssen wir nicht schreien, 2 plus 2 ist 5. Relativ einfach zu erklären. Es gibt Vorschläge ein und das BSW sagt, finde ich gut, wir machen mit und dann gibt es eine AfD-Mehrheit. Ich habe keine übergroße Angst davor, dass die AfD wahnsinnig viele vernünftige Gesetzesvorschläge einbringt. Meine Lebenserfahrung sagt mir was anderes. Aber wenn es so sein soll, dann wird man darüber diskutieren. Okay. Und dann ist es die Macht des Arguments im politischen Raum. Hat man eine klare Aussage, Frau Wolf? Klare Aussage. Völlig richtig. Völlig richtig. Das hat sie jetzt gut gesagt. Also bin ich vollkommen bei Katja Wolf. Ist auch die Parteilinie des BSW. Ist gut, dass sie das hier nochmal so klargestellt hat. Vernünftigen AfD-Anträgen wird zugestimmt. Die Brandmauer ist damit gefallen, würde ich sagen. Brandmauern sind sowieso etwas, was nicht sinnvoll ist. Du kannst sagen, aus inhaltlichen Gründen gibt es keine Koalition. Also sind die Differenzen zu groß. Das sagt das BSW ja nicht nur in Bezug auf die AfD, sondern auch in Bezug auf die Grünen. Aber Anträgen vernünftigen, warum sollte man denen nicht zustimmen? Also das ist so völlig absurd, so einen hysterischen Umgang mit einer anderen Partei zu pflegen. Bleib mal bei Ihnen. Man hat manchmal den Eindruck, je näher diese Wahl kommt, desto weniger wird über Thüringen gesprochen, sondern über Themen, die gar nicht in Thüringen entschieden werden. Ihre Partei... Das ist geil. Wir haben jetzt in dieser Sendung zuerst über Migration, dann über Wirtschaftspolitik geredet. Beides Bundesthemen. Kannst du auf Landesebene relativ wenig machen, auch wenn die Parteien hier jetzt natürlich vollmundig alles Mögliche angekündigt haben. Wie gesagt, Bundesthema. Hat Wolf auch, glaube ich, ziemlich deutlich gesagt, dass das, dass das nicht auf Landesebene entschieden wird. Also der Einzige, der da wirklich voll reingegangen ist und gesagt hat, ja, guckt her, was wir hier als CDU so alles machen, nämlich Mario Vogt. Also das war wirklich der Einzige, der den WLAN da, glaube ich, versucht hat, einen Bären aufzubinden. Aber das sind Bundesthemen. Also wir eine Stunde lang über Bundesthemen reden, dann noch ein bisschen über Bildung reden und jetzt sagen, es wird über Themen geredet, die gar nicht im Land entschieden werden. Sag bloß. Also wirklich, dafür bezahlen wir Gebührengelder. Ich habe darauf keine Lust mehr. Also ich war ja vor ein paar Jahren wirklich noch der Meinung, okay, den Laden kann man reformieren, da müsste man nur ein paar Sachen ändern. Nein, die gesamten Rundfunkräte müssen ausgetauscht werden und solche Leute müssen rausgeschmissen werden. Also die haben da nichts mehr verloren. Das sind Regierungspropagandisten erster Güte. Also ihr merkt es auch, das hat wirklich gar keinen Bezug zur Realität, was die hier erzählen. Also jetzt werden sie dem BSW nämlich den Vorwurf machen, das BSW hat über Frieden mit Russland geredet und hat darüber geredet, dass man in Kriegsgebiete keine Waffen liefern sollte. Das ist ein Bundesthema, das kann man doch nicht zum Thema bei den Landtagswahlen machen. Sowas geht gar nicht. Also das ist jetzt der Punkt, den sie locker machen wollen. Also wie gesagt, ich habe die ganze Sendung noch nicht gesehen, das ist jetzt meine Prognose. Aber ich war sehr stark davon aus, dass das jetzt kommen wird. Gründerin Sarah Wagenknecht macht eine Koalition in Thüringen abhängig von der Haltung zum Ukraine-Krieg und von einem Nein zur Stationierung von US-Mittelstreckenraketen. Jetzt weiß ich, in Deutschland... Genialer Schachzug von Wagenknecht. Also so kann man die Altparteien vorführen und zeigen, dass sie eben gegen Frieden sind, dass sie für Krieg, für Aufrüstung sind. Und das sollte man bei jeder Gelegenheit vorführen, wo man das kann. Also größte Bedrohung für die menschliche Zivilisation ist, glaube ich, ein Atomkrieg. Und jeder Schritt, der den wahrscheinlicher macht, ist ein barbarischer Akt, den es da aufzuzeigen gilt, wo auch immer man das nur kann. Und da sind die Landtagswahlen jetzt ein willkommener Anlass. Also die Friedensfrage ist keine Frage, die man nur im Bundestagswahlkampf mal kurz am Rande erwähnen
dürfen sollte, sondern die sollte man immer thematisieren, gerade bei den Landtagswahlen. Und jetzt zumal in der Ukraine ja jeden Tag tausende Menschen sterben in diesem unsinnigen Krieg. Zumal im Gazastreifen jeden Tag hunderte Menschen sterben. Und das alles befeuert mit deutschen Waffen, mit deutschem Geld. Also das sollte man immer thematisieren, wenn man es kann. Weiß ich, das ist ein Thema, jeder, der im Land unterwegs ist, weiß, das brennt Thüringerinnen und Thüringern auf den Nägeln. Und trotzdem ist ja ganz klar, das kann weder in noch aus Thüringen gelöst werden, der Ukraine. Nee, gelöst nicht. Aber eine thüringische Landesregierung, die kann, wie gesagt, Staatsbesuche in Russland abhalten, die kann Kontakte pflegen, die kann eine neue Wissenschaftszusammenarbeit mit Russland etablieren, die kann Möglichkeiten ausloten, wie man die Sanktionen gegen Russland umgehen kann. Die kann ein freieres Meinungsklima für Pro-Palästina-Demos schaffen, die kann ein freieres Meinungsklima für Friedensdemos schaffen, die kann die Gesinnungsschnüffelei durch den Verfassungsschutz beenden, die ja ganz massiv gegen die Friedensbewegung angewandt wird. Also schaut euch mal an, wie, oder die kann auch den Öffentlich-Rechtlichen reformieren, / Rundfunk-Staatsvertrag aufkündigen. Schaut euch doch mal an, wie im Öffentlich-Rechtlichen Rundfunk gegen Friedensdemos gehetzt wurde, wie dort gegen Pro-Palästina-Demos gehetzt wurde. Also all das kann eine Landesregierung machen. Also das ist eher ein landespolitisches Thema als Wirtschaftspolitik oder Migration. Der Krieg. Warum wird das trotzdem so in den Zentrum dieses Wahlkampfs gerückt? Weil es wichtig ist, weil es unter den Nägeln brennt und weil es tatsächlich im Moment aus meiner Sicht das drängendste Problem ist. Wenn wir die aber sehen, das kann ja hier gar nicht gelöst werden. Ja, aber wenn wir... Was heißt gelöst? Es geht darum erstmal, dass es darum wieder Debatten in Deutschland gibt. Also die Bundesregierung will hier ohne Abstimmung im Bundestag US-Raketen stationieren. Also einen Atomkrieg wahrscheinlicher machen. So eine absolute Katastrophe. Also irgendwo muss man das doch mal besprechen. Und wenn sich da eine Landesregierung komplett querstellt, dann ist das nur gut und wichtig. Hören wir eine Bundesregierung über Kriegstüchtigkeit redet, dann braucht es auch ein sehr klares Signal aus einem Bundesland heraus. Thüringen hat eine große politische Wirkmacht. Der Föderalismus ist darauf aufgebaut, dass die Bundesländer mit Vehemenz sich auch in politische Debatten einbringen. Und deswegen ist mir das an der Stelle tatsächlich ein unglaublich wichtiger Punkt, weil es braucht dieses klare Signal aus Thüringen. Davon bin ich überzeugt. Es geht darum, dass wir vorhin drüber... Jo, absolut richtig. Also vollkommen richtig von Katja Wolf. Es braucht nicht nur Signal, sondern wenn das BSW in politische Verantwortung kommen wird, was ich nicht glaube, wie gesagt, die CDU wird dazu nicht bereit sein. Es lässt sich relativ einfach erkennen, nicht nur, wenn sich die Partei ansieht, auch wenn sich Leute wie Mario Vogt ansehen. Das sind Maulhelden, die sind zu keiner Groß. Und Mario Vogt, der ist ja sogar noch ziemlich auf Parteilinie. Der schlägt ja nicht mal gemäßigtere Töne an wie Michael Kretschmer. Wenn sich das ansieht, die sind zu keinen großartigen inhaltlichen Zugeständnissen bereit. Also das BSW wird diese Position sowieso nur aus der Opposition vertreten können, aber es ist wichtig, dass es sie vertritt. Also hier sollte man auch keine Kompromisse machen. Drüber gesprochen haben. Und im Chat gibt es wieder so einen extrem Intelligenten, der gerade schreibt, also nach dem Anschluss Thüringens an Russland wird der ÖRR durch Al Jazeera ausgetauscht. Genau das habe ich gerade gesagt. Genau das, nichts anderes. Also ich habe nicht gesagt, der ÖRR sollte reformiert werden, beziehungsweise Rundfunk Staatsvertrag sollte aufgekündigt werden, ÖRR durch Al Jazeera austauschen. Genau das habe ich gesagt. Also hier hört jemand gut zu. Als Herr Vogt seine 8-Wochen-Garantie angepriesen hat, Sie haben Ihren 100-Tage-Prüfstand. Es geht ja um Versprechen, die Menschen jetzt gerade auf Plakaten wahrnehmen und dann hoffen, dass Sie die lösen. Zur Wahrheit gehört, dass es außenpolitische Fragen sind, die Sie hier in Thüringen nicht lösen können. Und darüber wird ja am 1. September abgestimmt. Eine Sekunde. Weil natürlich viel darüber auch spekuliert wird. Herr Stengel hat ein Plakat mitgebracht. Das kann man wahrscheinlich jetzt nicht lesen. Man kann es wahrscheinlich nicht lösen. Vielleicht haben wir eine Kamera. Lesen Sie es mal vor. Ich kann es Ihnen vorlesen. Weil das ist kein Plakat. Das ist jetzt wirklich ein Punkt, der mich emotional berührt, weil Sie vorhin immer gefragt haben, wie fühle ich mich. Ich würde ganz gern über Thüringen an der Stelle diskutieren, weil die Menschen natürlich draußen Antworten wollen. Und es ist natürlich so, dass im Moment diese rechnerische Möglichkeit besteht, dass die CDU für den BSW und der SPD eine Mehrheitskoalition bilden könnte. Das sagen die Umfragen mal so, mal so. Es gibt da sicherlich einen Spielraum. Herr Vogt, ich habe Sie natürlich auch aufmerksam verfolgt am 12.8. Münchner Merkur. Da haben Sie gesagt, man kann den Eindruck gewinnen, dass das BSW hier nur Platzhalter für Berliner Ambitionen ist, ohne ernsthaftes Interesse an Sachfragen für Thüringen. Heute haben Sie Frau Wolf auf Schlingerkurs im Umgang mit der AfD gesehen. Ich sage es mal so, jetzt stelle ich mir vor, der Wahlabend ist vorbei, es ist Ihre Chance, eine Mehrheit zu kriegen und Sie machen dann doch einen Koalitionsvertrag mit Frau Wolf. Wie werden Sie den Wählerinnen und Wählern dann erklären, dass das damals so war und jetzt aber doch irgendwie ganz okay ist mit?
Das ist ein CDUler, der hat keine innere Haltung, der kann den Wählern alles erklären, wenn er dabei auch Januar an der Macht bleibt. Das könnte man jetzt relativ leicht beantworten. Den zu koalieren. Wie gesagt, ich halte eine Koalition sowieso für ausgeschlossen, auch weil die Bundes-CDU daran kein Interesse haben kann. Naja, zuerst einmal gilt für mich, dass wir in Thüringen in einer Situation sind, wo viele Menschen das Gefühl haben, dass wir Stillstand erreicht haben. Wir haben heute über viele Probleme geredet, in der Bildungspolitik, in der Wirtschaftspolitik, bei der Migration, wo der tiefe Wunsch da ist, dass sich in Thüringen was ändert. Und deswegen brauchen wir auch einen politischen Wechsel. Und dann ist es auch okay, sozusagen zu kassieren, was man heute gesagt hat, dann ist das okay? Ich bin an der Stelle immer sehr klar, weil es für mich darum geht, das, was uns als Politiker ausmachen sollte, auch hier im Rund, ist doch bitteschön, dass wir einen Weg finden, dass Thüringen wieder aus diesem Image-Thema rauskommt, dass wir immer wieder nur als ein Staat begriffen werden, wo nichts mehr politisch funktioniert. Und mein Ziel ist, Brücken zu bauen. Das ist für mich ein Anliegen. Aber gleichzeitig braucht es auch eine politische Veränderung. Wenn ich das heute von Katja Wolf gehört habe, ich diskutiere gerne mit ihr über die Probleme von Thüringen und auch über deren Lösungen. Aber wenn sich hier von außen eingemischt wird, dann hat man manchmal den Eindruck, dass sie da selber gar nicht... Also will der mich jetzt verarschen? Das ist doch hier Realsatire. Also Merkel, Bundeskanzlerin, obwohl damals war sie nicht mehr Vorsitzende der Bundes-CDU, mächtigste Frau in der CDU damals, gesagt, ja, die Wahl muss rückgängig gemacht werden. Dann wurde die Wahl rückgängig gemacht. Mit Hilfe der CDU wurde dann Ramelow gewählt, was eigentlich gegen diesen Unvereinbarkeitsbeschluss der CDU mit der Linkspartei verstoßen hat. Also so viel zu keine bundespolitische Einmischung. Also was soll man dazu sagen? Also alles, was Vogt hier sagt, ist reine Realsatire, wenn man sich das reale Handeln der CDU anguckt. Also das ist wirklich derjenige, der sich in diesem ganzen Duell hier am meisten blamiert hat. Also Ramelow hat eine relativ gute Figur gemacht, auch wenn er nach der Wahl wohl schlecht abschneiden wird. Das BSW wird vor allem der Linkspartei-Wähler wegnehmen. Und der Wolf hat auch eine vernünftige Figur gemacht. Höcke ist relativ angriffslustig gewesen tatsächlich. Aber der Einzige, der sich wirklich vollkommen blamiert hat, war Mario Vogt. Und die anderen drei, wie gesagt, eh irrelevant, beachten wir eh nicht. Aber das ist doch ziemlich eindeutig. Also Vogt diskutiert mit anderen Leuten und er ist der wirklich, also man muss jedes Mal die Realität dagegen halten, wenn er spricht. Und er spricht wirklich allem Hohn. Es ist wirklich einzige Realsatire, wenn der Mann irgendwas sagt. Darüber entscheiden kann. Aber das Duell, was wir sehen, ist doch eigentlich das, was wir heute hier erfahren haben. Und Herr Höcke, nehmen Sie es mir, also bei allem gebotenen Miteinander, was wir hier an Diskutanten haben, Sie haben sich doch heute disqualifiziert für die Frage, Thüringen zu führen. Sie haben keine einzige Sachfrage tatsächlich in der Tiefe beantwortet. Sie haben allgemein darüber hinweggeredet. Und die Frage, die es zu beantworten gilt, ist doch Abstieg mit Höcke, Abstieg mit Höcke. Wegbewegen müssen, weil ja, das die Menschen nicht mehr ertragen. Die ich Menschen weiß, wollen Sie wollen Ihre Phrasen nicht hervorheben. Die Menschen wollen diese Phrasen nicht mehr. Ich weiß, dass Sie gerade schmerzen. Jetzt sind wir wieder an dem Punkt, wo keiner zu Hause was... Oder tatsächlich eben Mut und Zuversicht. Nee, Moment, jetzt sind wir wieder an dem Punkt, wo keiner zu Hause was versteht, wenn alle gleichzeitig reden. Herr Ramelow, das BSW stellt schon Bedingungen. Die CDU hat einen Unvereinbarkeitsbeschluss seit 2018 mit zwei Parteien hier. Mehrheiten werden nach aktuellen Umfragen immer schwieriger. Was sagen Sie? Wieder eine Minderheitsregierung? Klare Aussage, die ich die ganze Zeit mache und immer wiederhole. Ich habe jetzt 5 Jahre eine Minderheitsregierung mit den Kollegen der SPD und den Bündnis 90 Grünen geführt. Ich denke, wir haben gute Ergebnisse, die wir vorzeigen können. 146 Gesetze und Verordnungen sind mit Mehrheit beschlossen worden, darunter 22 Initiativen der CDU, die wir mitgetragen haben. Also von daher ist in diesem Land eine ganze Menge passiert. Aber wenn Sie mich fragen nach einer Minderheitsregierung, alles, was ansteht, braucht eine parlamentarische Mehrheit. Und um die werde ich kämpfen, um eine parlamentarische Mehrheit einer Landesregierung. Ich kann diesem Land keine Minderheitsregierung in der nächsten Etappe empfehlen. Ja, sind wir gespannt, weil ja natürlich das Zünglein... Ja, es wird wahrscheinlich eine Minderheitsregierung geben. Und das ist auch überhaupt nicht schlimm. Also Ramelow hat ja gesagt, der parlamentarische Betrieb geht ja ganz normal weiter. Und wenn das jetzt nicht so komisch zustande kommt, wie es 2019 durch die Wahl Kemmerichs dann zustande gekommen ist und die Abwahl dann und diese komische Halbkooperation von Linkspartei und CDU da, sondern wenn es eine normale Minderheitsregierung wäre, die im Parlament dann je nachdem, was sie umsetzen will, immer mit dem einen Teil der Opposition kooperieren kann,
dann wäre das doch für Thüringen, glaube ich, sehr viel sinnvoller, als da wieder so eine Drei-Parteien-Koalition zu schmieden von Parteien, die überhaupt nicht zusammenpassen. Also eine Minderheitsregierung, da sollte man überhaupt nicht ängstlich gegenüberstehen. Die ist eher eine Hoffnung, dass sich mal was zum Besseren verändern könnte. An der Waage möglicherweise die SPD ist. Herr Mayer, da sind Sie ja jetzt auch irgendwie so in so eine Zwickmühle geraten, habe ich diese Woche verfolgt. Oh Gott. Wir müssen. Und da wird verfolgt, dass Sie. Gesagt, selbst wenn die SPD nicht aus dem Landtag fliegt, ist sie irrelevant. Also es sei denn, die CDU gibt einen Schluss auch nicht mit der Linkspartei zusammenzuarbeiten. Vielleicht gibt es dann eine schwarz-rot-rote Koalition aus CDU, Linkspartei und SPD. Das kann auch sein. Das halte ich aber auch für unwahrscheinlich. Also wie gesagt, am wahrscheinlichsten ist es eine Minderheitsregierung. Natürlich ganz stark damit kalkulieren, diese stärkste Kraft hinter der AfD möglicherweise zu werden. Was ist denn eigentlich, wenn das BSW Sie noch überholt? Können Sie sich auch vorstellen, in so eine Regierung unter Frau Wolf als Ministerpräsidentin einzutreten? Ich bin ganz optimistisch, dass wir da deutlich davor einlaufen. Nein, weil ich merke doch, BSW hat in Thüringen 45 Mitglieder. Wir haben 4.500 Kandidaten allein für die Kommunalwahl gehabt. Und das, was sie brauchen im Land, ist auch, dass sie die Versprechen, die sie hier abgeben. Also ich büchse mir schon wieder aus. Ich wollte jetzt eigentlich nur wissen, ob Sie auch sagen würden, also Frau Wolf, Sie haben mehr Stimmen gekriegt, Sie wären Ministerpräsidentin, ich bin Vize-MP und werde meine Zeit. Es ist doch klar, dass dieses Land wieder aus der Mitte geführt werden muss, damit tatsächlich auch diese Polarisierung, die in den letzten Mario Vogt ist ein Kriegshetzer, der steht nicht in der Mitte. Also es sei denn, man kann von einem Extremismus der Mitte an dieser Stelle reden. Also das ist mehr oder weniger Extremismus der Mitte, das ist ja auch ein schöner Begriff. Das ist was, wo ich Mario Vogt vielleicht einordnen würde. In den letzten 10 Jahren entstanden ist, zusammengeführt wird, dass Menschen wieder beieinander sind, dass diese Diskussionen in den Familien, in den Sportvereinen, in den Unternehmen, beieinander, so wie die Politik der CDU ab 2015 die Gesellschaft, oder nicht nur ab 2015, so wie die Politik der CDU eigentlich schon seit der Finanzkrise, muss man sagen, die Gesellschaft so zusammengeführt hat. Also nach der Finanzkrise, wo man die normalen Deutschen hat darben lassen, während man Banken mit Milliarden und Abermilliarden gerettet hat. Dann in der Euro-Krise, wo man unsere südeuropäischen Verbündeten durch wirklich irrsinnige Spardiktate heruntergewirtschaftet hat und dort riesige Arbeitslosigkeit provoziert hat, damit die Eurokrise noch schlimmer gemacht hat. Also so wie man die Gesellschaft zusammengeführt hat infolge der Migrationskrise ab 2015 und der darauf folgenden Politik. So wie man die Gesellschaft zusammengeführt hat durch die Corona-Politik und die Kriegshetze nach Beginn des Ukraine-Krieges im Februar 2022. So wie man die Gesellschaft zusammengeführt hat durch die Kriminalisierung und Dämonisierung wieder aller pro-palästinensischen Demonstrationen oder aller Demonstrationen, die nur allgemein Frieden in Nahost gefordert haben. Also, wie gesagt, alles, was Vogt sagt, ist reinste Realsatire. Es gilt immer das Gegenteil. Also es gibt, glaube ich, kaum eine Partei, die das Land so gespalten hat wie die CDU. In wirklich jedem einzelnen Thema. Eben tatsächlich wieder einen Punkt finden, wo sie sagen, Thüringen wird gut regiert. Und einen Anspruch haben wir als CDU. Aber und damit es klare Verhältnisse gibt und nicht wieder so eine Situation wie 2019, wenn man mit beiden Stimmen CDU wählt, hat man die Chance, dass man im Wahlkreis einen guten Kandidaten hat und damit auch die Jünger von Herrn Höcke schlägt und dass es im Land auch tatsächlich wieder vorwärts geht. Also ich halte fest, eine konkrete Antwort auf die Frage, ob die CDU auch eine Ministerpräsidentin Katja Wolf mittragen würde, haben wir nicht bekommen. Wie gesagt, es wird keine CDU-BSW-Koalition geben. Das heißt aber also nicht, zumindest, wenn das BSW sich an sein Programm halten will und an seine Versprechungen, die es im Wahlkampf gemacht hat, das wird mit der CDU einfach nicht möglich sein. Hier Schluss sein muss mit der Diskussion. An der Stelle schon, unsere Sendezeit ist zu Ende, aber für Sie zu Hause kann dieser Abend. Das war doch eine interessante Sendung. Wie gesagt, das Fazit ist wieder fast nach allen Politdebatten im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Also die Moderatoren waren sehr pro Ramelow und pro Mario Vogt haben Katja Wolf und Björn Höcke unverhältnismäßig häufig unterbrochen. Ja, das Fazit ist wie nach fast allen Politdebatten im ÖRR, die man sich anschaut, dieser öffentlich-rechtliche Rundfunk muss weg. Also dieser öffentlich-rechtliche Rundfunk muss abgeschafft und durch einen neuen ersetzt werden. Man könnte auch sagen, er muss von Grund auf reformiert werden. Wie man es jetzt genau framed, ist mir relativ egal. Aber auf jeden Fall das, was hier passiert, das sollte nicht mehr mit unseren Gebührengeldern finanziert werden. Also wie gesagt, ich glaube ja nicht, dass aus BSW eine Landesregierung kommt, eine kommende. Deswegen sind da die Handlungsmöglichkeiten wahrscheinlich sehr beschränkt. Aber das wäre ein Punkt, den man sich vielleicht auch noch größer auf die Fahnen schreiben sollte. Eine Totalreform des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. In dem Sinne,
bis zum nächsten Mal, wenn wir wieder uns unseren gebührenfinanzierten Qualitätsjournalismus geben.